Herzlich willkommen, Freunde, zu den weiteren 480 Stunden hier auf der Ranch in Ranch Simulator. Und an dieser Stelle schon mal vielen, vielen herzlichen Dank für jedes Like und für jeden Kommentar, den ihr mir zu meinem letzten Video getätigt habt. Video werde ich euch auf jeden Fall schon mal oben in der Ecke markieren bzw. nochmal einblenden, damit ihr dann auch den Part 1 euch noch anschauen könnt, falls ihr das noch nicht getan habt. Des Weiteren werden wir auf jeden Fall jetzt hier in den nächsten 480 Stunden eine Menge Action haben. Es wird fliegende Autos geben, es wird eine Epidemie von Schweinen geben und jede Menge Schweinefleisch. Und wir werden richtig stark in die Fleischproduktion gehen und warum sich vielleicht der ein oder andere vielleicht auch fragen wird, wieso ich denn so viele Kühlboxen habe. Ja, das auf jeden Fall und noch vieles mehr werdet ihr jetzt sehen. Und jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall schon mal ganz viel Spaß. Holt euch auf jeden Fall einen Snack und was zu trinken. Legt die Füße hoch und dann viel Spaß mit dem Video. Ja, ich habe auch natürlich eure Kommentare gelesen, was sehr, sehr super war und mega nett. Vor allen Dingen, was die Hühner angeht, dass ich da natürlich ein bisschen aufpassen muss, denn die Eier, die tatsächlich, also in denen nachher ein Huhn drinne ist, also ein Küken eher gesagt, da werde ich dann immer von dem Huhn angegriffen. Deswegen werden wir das auf jeden Fall in der Zukunft anders handhaben. Die Frage ist, okay, da ist eins drinne, alles klar. Dann würde ich sagen, lassen wir das einmal los und ist okay, ist in Ordnung. Danke für nix, ne? Okay, das heißt, wir werden in Zukunft erstmal die ganzen Eier einfach liegen lassen und mal gucken, wie sich das dann dementsprechend entwickelt. Ich habe auf jeden Fall Bock darauf, um mal zu schauen, ob wir hier dann dementsprechend dann wirklich auch ein paar Küken bekommen. Auf jeden Fall, Futter ist hier noch am Start, aber da müssen wir mal wieder ein bisschen aufstocken. Dann können wir mal hier rübergehen zu unserer Kuh Elsa und zu unseren Schweinchen. Und da wurde ja auch zu mir gesagt, hey Jimmy, wenn du ein Weibchen und ein Männchen holst, dann werden die dementsprechend auch kleine Ferkel zeugen. Ich glaube tatsächlich, hier unser Schwein ist trächtig, denn dort ist ja so ein Schnuller abgebildet. Und ich bin mal gespannt, ob hier was rauskommt, denn sie sieht auf jeden Fall ziemlich, ziemlich trächtig aus. Also ich glaube nicht, dass das nur Futter ist. Ja, des Weiteren natürlich hier unser gutes Mastschwein. Das wächst und gedeiht. Und unsere Kuh Elsa. Ja, die ist auf jeden Fall auch am Start. Wir müssen hier mal Licht machen. Hier ist ziemlich dunkel hier in der Höhle. Wo ist denn hier unser Lichtschalter? Hey, sind unsere Lampen weg oder was ist hier los? Nee, oder? Doch, nee. Ich habe schon gerade gedacht, hier wäre unsere Beleuchtung weg. Ich schalte mal erstmal wieder komplett ein, damit wir dementsprechend hier auch genug sehen. Denn sonst ist hier einfach viel zu düster drin. Und das ist ja dann absolut nix. So, draußen machen wir auch mal die Lichter an. Damit, wenn es später dunkel ist, wir da auch ordentlich genug Licht haben. Und dann gehen wir doch erstmal hin und holen uns mal noch eine Runde Milch von unserer Kuh. Komm mal mit dir, junge Dame. Komm. Jawohl. Hier lang. Komm. Na komm ins Nei. Ja, wunderbar. Und dann zappen wir doch erstmal noch eine Runde Milch ab. Auf geht's. Dann können wir nämlich mal direkt noch eine Runde Käse machen, Leute. Und natürlich werden wir, wenn der Käse reif ist, und da gucken wir jetzt mal direkt, wie es da aussieht. Denn dann können wir direkt schon mal eine Runde Käse verkaufen gehen. So, Futter und Trinken ist noch da. Das passt noch. Haben wir hier noch einen Sack stehen. Hier sind noch zwei Säcke stehen. Das ist super. Dann können wir einen auf jeden Fall für die Hühner nutzen. So, jetzt gehen wir mal hier rein. Machen hier auch mal die Lampe an. So, wie sieht es denn aus hier? Oh ja, 95, 95, 100, 100, 100. Hier ist auch 100. Hier ist 100. Und hier 48. Leute, das sieht richtig nice aus. Dann machen wir hier erstmal die Milch rein, stellen mal das ganze Ding hier wieder ab und dann machen wir erstmal hier noch eine Runde. Hast du auch an oder? Ich möchte nichts entfernen. Ah ja, okay. Alright, das brodelt jetzt, Leute. Und wir können eigentlich dann schon mal laden gehen. Dazu, ja, ich glaube, das Fass, das lassen wir drinnen.
Das werden wir mal hier vorne hin. Sprit haben wir ja auch noch ein bisschen drin. Wie sieht es im Auto aus? Auch noch halb voll. Das passt soweit. Dann können wir mal kurz unser Auto hier rüberstellen. Dann können wir nämlich hier besser den Käse einladen. Und dann fahren wir gleich mal direkt schon zum Händler und gucken mal, was denn dieser ganze Käse nachher überhaupt so an Profit für uns macht. Also da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Ihr habt auch mir geschrieben, ich soll definitiv gucken, dass ich ihr Schweine ranhole, denn die wären nachher, wenn wir die zu Wurst verarbeiten, doch sehr, sehr profitabel. Darauf habe ich auf jeden Fall Bock. Nicht, weil ich unbedingt ein Schwein schlachten will, nee, absolut gar nicht, sondern hier geht es ja rein um das Spielerische, um den Spaß und um einfach hier Geld zu machen, ne? Deswegen das nicht irgendwie falsch interpretieren. So, ich würde sagen, ich lade das mal kurz auf. Und dann sehen wir uns gleich beim Händler. So Leute, Full House auf unserem Pickup. Ich habe by the way immer noch hier das Öl geholt und ich glaube, da ist mittlerweile richtig viel Öl am Start. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, aber ich glaube, dass ich dort mehr als 100 Liter gesehen habe. Gleich definitiv mal abchecken. Aber jetzt erstmal hier rein und zum Verkaufen. So, also der normale Kuhkäse, der bringt uns 60 Dollar. Oh, der Kuhkäse mit Blauschimmel, 165. Boah, okay, gut, das ist natürlich schon mal krass, Leute. Das ist richtig, richtig gut. Also, Wahnsinn. Und der normale Käse mit Weißschimmel, ja, der hat 100, das haben wir ja schon gesehen. Mega, okay, perfekt. Dann können wir das hier alles einmal verkaufen, Leute. Und dann haben wir wieder hier richtig Cash auf dem Konto. 1688 Dollar. Das ist ja wohl absolut genial. Dann würde ich sagen, müssen wir auf jeden Fall nochmal beim Laden vorbeispringen und müssen uns definitiv noch eine Runde Blauschimmel besorgen, dass wir hier weiterhin gut Käse machen können. Ne? Also da habe ich auf jeden Fall richtig, richtig Bock drauf. Des Weiteren holen wir schon mal direkt einen Topf, damit wir den schon mal unseren kleinen Fleischwolf stellen. Und ja, dann würde ich sagen, auf geht's, einmal zurück. Leute, das geht hier schon wieder richtig gut los. Hier ist schon direkt wieder der Bär am Start. Oh mein Gott. Oh, 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 oh. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Mein heiliger Scholli, ey. Ey, was? Also, ich weiß ja nicht, was hier los ist, aber hier sind definitiv mehr als die Bären am Start, ey. Alter Schwede, ey, was ist denn mit euch hier los? Boah, okay, jetzt haben wir keine Kühlbox dabei. Das ist natürlich ein bisschen blöd, ne? Egal, ich sammle das einmal ein und schmeiß das noch schnell fix hier auf unseren Truck drauf. Ich habe auch, by the way, mal hier, voilà, unsere Fässer oben drauf gestellt. Ich glaube, das macht sich ganz gut. Ich guck mal, by the way, noch beim Händler vorbei, ob es noch irgendwelche Upgrades gibt für das Auto. So, Leute, Tag 22 und ja, es gab nichts für das Fahrzeug an Upgrades. Aber, und das zeige ich euch mal, ich habe eine ganz kleine Überraschung. Denn, ja, Elsa hat einen Freund bekommen, den guten Haribert. Noch ein Milchbulle, damit es vielleicht hier noch demnächst ein paar Babys gibt. Ja, das wäre vielleicht, glaube ich, gar nicht so schlecht, wenn wir da noch ein paar kleine Kälbchen hätten. Wäre auf jeden Fall sehr, sehr geil. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und, ja, oh, guckt euch mal hier an. Unser Mastschwein hat auf jeden Fall schon gut zugelegt aktuell. Das sieht ja richtig gut aus. Oh, der ist immer ein richtig großer Haufen. Der schwebt sogar an der Luft. Der ist so groß. Den nehmen wir mal direkt hier weg. Oh Mann, ey. Ja, wir brauchen auf jeden Fall Dünger für unser Gewächshaus, dass das hier weiter wächst und gedeiht. Wie sieht's hier bei dir aus, junge Dame? Ja, du hast immer noch keinen Bock, ne? Noch keinen Nachwuchs. Naja, ich bin gespannt. Bin gespannt. By the way, frag mich ja tatsächlich, das muss ich nochmal ganz kurz ansprechen bei den Hühnern. Vielleicht schreibt ihr es mir mal in die Kommentare. Kann man das anhand der Eier erkennen, ob da jetzt Küken drin sind oder nicht? Also daran, ob die braun oder weiß sind. Macht das nachher irgendwie einen Unterschied oder ist das einfach nur, ja, so rein optikhalber, dass es halt braun und weiß gibt. Wäre auf jeden Fall mal gut zu wissen. Als ihr es wisst, schreibt es mir auf jeden Fall mal sehr gerne in die Kommentare. So, des Weiteren haben wir, ja, und das zeige ich euch noch ganz kurz, nachdem wir den Käse noch schnell aufgeladen haben, denn den müssen wir jetzt mal hier schnell verkaufen gehen, damit wir wieder ein bisschen Cash haben. Schmeiße ich mal ganz schnell fix hier rein. So, drin ist er. Jetzt muss ich ganz kurz noch, Leute, keine Panik, keine Panik. Wir brauchen noch kurz den nächsten Käse. Diesmal mit Blauschimmel, denn ich habe uns hier
erstmal einen kleinen Vorrat besorgt. Hier sind noch 8 Einheiten übrig. 2 habe ich schon abgekocht. So, jetzt machen wir den hier schon mal da wieder rein. Die Milchkanne stelle ich mal draußen hin, damit ich weiß, dass ich die später wieder mit reinnehmen muss. Und dann kochen wir direkt die nächsten beiden ab, damit das hier ordentlichst weitergeht, ne? So, aber jetzt wollte ich euch kurz zeigen, denn hier ist schon ordentlich gewachsen. Jetzt müssen wir natürlich, oder muss ich mal noch fix, ein paar weitere Pflänzchen besorgen, damit wir hier unser Gewächshaus einmal voll machen. Und ja, dazu würde ich sagen, düse ich einmal wieder zum Händler rüber. Wo ist eigentlich unser Fass? Wo ist mein Fass? Denn das brauche ich. Denn ich will ja noch weiter... Habe ich das jetzt aus Versehen verkauft? Das wäre natürlich richtig strange. Weg, Leute. Fass ist weg. Nö, das gibt es doch gar nicht. Muss ich jetzt ein neues Ölfass kaufen? Oder ist das einfach irgendwann fertig? Naja, dann müssen wir wohl ein neues Ölfass besorgen. Aber vorerst gehen wir natürlich mal hin und verkaufen mal unsere Erdbeeren für $64. Noch unseren Käse für 120. Und den Blauschimmel nochmal für 165. Und die Tomaten tatsächlich, die bringen also pro Tomätchen quasi $6. Kriegen wir auch nochmal 48. Perfekt, Leute. Das ist einsame Spitze. Jetzt müssen wir natürlich ein neues Ölfass besorgen, was natürlich ein bisschen schade ist. Frage ist jetzt... Nee, wisst ihr was? Ich besorge einfach gleich 2. Ja, jetzt sind wir schon wieder ein bisschen knapp mit der Kohle. Aber glaubt mir, das wird sich gleich relativ schnell wieder ändern, wenn wir hier einmal wieder unsere Ölpumpe waren und wieder ordentlichst aufgefüllt haben. Bin mal sehr gespannt, ob sich mein Gedanke befürwortet oder meine Sicht, dass ich da mehr als eine 1 gesehen habe und wir dementsprechend da mehr als 100 Liter am Start haben, was dementsprechend ja dann wieder einiges an Kohle wäre. Aber jetzt fahre ich nochmal schnell zum Laden oder mehr oder weniger, ich versuche es zumindest schnell und besorge mal noch ein paar Samen. By the way, ich habe das verlorene Fass gefunden. Ich habe es einfach beim Händler vorhin stehen lassen. Ja, das war dumm. Das war in der Tat dumm. So, jetzt gucken wir mal. Denn hier, ich sehe zwar, da steht 65, ne? Aber ich bin mir nicht sicher. Aber das sieht danach aus, als ob da noch eine Zahl davor wäre. Wir checken das mal ab, Leute. Wir checken das mal ab. Wir füllen hier einmal voll. So, jetzt wären das 50 Liter. Fülle ich hier nochmal voll? Oh ja. Leute, oh ja, da ist auf jeden Fall definitiv mehr drin. Da ist definitiv mehr drin. Oh Leute, wir haben 3 volle Fässer. Alter Schwede, das gibt jetzt richtig Kohle, Freunde. Das gibt richtig, richtig Kohle. Oh Leute, das ist der Wahnsinn. Das ist richtig, richtig nice. Ich lade das mal schnell hier auf und dann pflanzen wir noch schnell. Ich habe hier Trauben und Ananas. Mal gucken, wie sich das in unserem Gewächshaus entwickelt. Und dann bringe ich mal hier unser ganzes Öl weg und dann gucken wir mal später, wie viel Cash das letztendlich nachher ist. Ja Leute, Tag 23 und ich war die ganze Nacht sehr, sehr viel beschäftigt. Ich habe soweit alles an Öl, was wir dort hatten, habe ich einmal weggefahren und Leute, das war eine Menge. Leute, das war wirklich eine Menge. Ich würde jetzt nicht sagen, wir sind rich, aber wir sind ein bisschen rich. Wir sind ein bisschen rich. Die letzte kleine, ja, der letzte kleine Kanister oder, ja, Container ist auf jeden Fall jetzt hier drauf. Und Leute, guckt schon mal oben auf den Kontostand. $4.297. Da kommen jetzt nochmal 340 on top. Und dann sind wir bei $4.637. Alter Schwede, wie geil ist das denn bitte? Das ist ja der Wahnsinn. Das heißt jetzt, wir können definitiv auf jeden Fall erstmal die Metallplatten kaufen. Und dann nehmen wir gleich, auch wenn es, ja, und schon sind wieder 2.000 weg. Es ist der Wahnsinn, ne? Das ist so teuer. Es ist so expensive. Aber egal. Wir brauchen das auf jeden Fall, um unser Windrad fertigzustellen. Dann besorge ich mal noch ein paar Sprinkler und schon sind wir eigentlich schon fast wieder bankrott. Okay, gut. Ich habe eigentlich gedacht, vielleicht holen wir uns noch das geilere, größere Auto. Ach du lieber Gott, wie sieht es denn hier jetzt aus? Ja gut, ja, ich habe eigentlich gedacht, wir holen noch das größere Auto. Aber ich glaube, das hat sich jetzt erstmal erledigt. Wir laden erstmal alles auf, beziehungsweise ich lade das hier einmal auf und dann sehen wir uns gleich auf der Ranch wieder, Leute. So, dann parken wir die Karre mal hier. Machen hier mal unser Lädchen auf.
Hier sieht es auch schon wieder richtig gut aus. Hier wächst unsere Ananas und hier wachsen die Trauben. Ich habe hier nochmal ein paar Lampen installiert, denn es war hier in der Nacht ziemlich dunkel gewesen. Aber zuerst stellen wir jetzt mal das Windrad fertig hier, dass das hier endlich mal funktioniert. Das wäre auf jeden Fall richtig, richtig nice. Da bin ich auch mal gespannt, ob das alles so gut läuft, wie ich mir das gedacht habe. So, okay. Die Frage, füllt der nur alle Wassertröge oder füllt der denn auch unsere Sprinkler hier? Oh, wie läuft das jetzt eigentlich ab? Wie läuft das jetzt mit den Sprinklern? Dass die hier... Ach so. Ach, und ich laufe hier als mit dem Ding darum. Ja, das war natürlich... Das war... Jimmy, das war wieder super, super schlau. Ja, ich habe wieder was dazugelernt, Leute. Es läuft. Es läuft. Super. Jimmy, du bist ein Held. Und dann sehe ich gerade, hätte ich ja gar nicht so viel Sprinkler gebraucht. Ach, wie kann man denn nur so sein? So, wenn ich jetzt das hier drücke, wie viele werden dann Auto immer 4? Ah, ich bin ein... Ja, guten Morgen, Leute. Guten Morgen. Hallöchen. Ja, ja. Ja, man kann nicht alles haben, ne? Es war einfach doof. Egal. Auf jeden Fall definitiv geil. Ah, okay, der kommt da jetzt schon mal nicht mehr hin. Ah, der kommt da auch nicht hin. Okay, dann müssen wir... Okay. Gut. Also, ja, wir hätten definitiv nicht so viele gebraucht. Das war natürlich jetzt ein bisschen blöd, aber nun ja. Ist passiert. Ich habe gelernt. Ich werde weiter lernen, damit das hier ordentlich und richtig funktioniert, ne? Kühlboxen haben wir auf jeden Fall jetzt auch erstmal ein paar. Das sollte definitiv erstmal reichen, denke ich. Leg das mal kurz hier ab. Gucken, was wir dann damit machen. Also unsere Wassertröge, das muss ich gleich mal testen. Ob jetzt vom Kuhstall und von unserem Hühnerstall, ob da alles voll ist. Oder ob der jetzt einfach zu weit weg steht. Was natürlich ziemlich blöd wäre. Okay, wenn ich jetzt den hier installiere, dann müsste hier... Okay, das passt. Okay, alles klar. Also immer 4 im Umkreis. Oh Mann, ey. Ja gut. Okay, dann installieren wir den auch da. Einmal zack. Dann hat sich das auf jeden Fall schon mal mit dem Brunnen definitiv erledigt. Den brauchen wir dann dementsprechend nicht mehr. So, dann machen wir... Ach komm, den mache ich hier hin, weil... Dann kann ich mir überlegen, ob ich hier noch eins dran stelle. Okay, das passt auf jeden Fall. Dann müssen wir hier noch einen installieren. Und dementsprechend... So, jetzt müssen wir mal gucken. Ach so, den wollte ich ja dorthin machen. Oh, worked hier nicht. Dann machen wir es so. Die sind auf jeden Fall gut. Den kann ich eigentlich entfernen. So, den da. Der ist dann für dort ganz gut. Ach so, ich wollte den ja eigentlich hier hin machen. So, Moment. Und den da. Na komm. Der soll dorthin. Und du, mein Freund, du kommst hier hin. Na komm. Ja, die Blätter nerven ein bisschen. So, aber dann läuft das. Okay, das läuft. Dann können wir den hier noch kurz umsetzen. Und zwar auch hier hin. Den hier einmal noch dorthin. Und den letzten... Oh, jetzt haben wir hier jede Menge übrig, Leute. Meine Güte, ey. Eigentlich können wir die alle wieder verkaufen, ne? Das war definitiv ein absoluter Fehlkauf. Aber gut, dann können wir noch 3 hier hinsetzen und dann ist das hier auch geritzt, Leute. Das ist das hier geritzt. Super. Ja, hätte ich das vorher gewusst mit den Sprinklern, ne? Das hättet ihr mir auch mal in die Kommentare schreiben können, dass das hier, ja, ein bisschen dumm war. Okay, das ist anscheinend zu weit weg, denn der Futtertrog hat kein Wasser. Oh, jetzt ist die Frage, können wir den nochmal umsetzen? Ich glaube nicht, ne? Das wäre ja jetzt richtig bescheuert. Oh no. Ja, sehr gut, Jimmy. Das hast du wieder richtig stark gemacht. Also können wir den einmal abreißen. Ganz klasse Geschichte. Was kriegen wir hier raus? Naja, immerhin die Hälfte. Und dann setzen wir den natürlich einmal an die richtige Stelle und dann besorge ich halt nochmal eine Platte. Und dann haben wir auf jeden Fall, was unsere Wasserversorgung angeht, für unser Viehzeug auf jeden Fall ausgesorgt. Leute, guckt euch das mal bitte an. Wie süß ist das denn? Ach du lieber Gott. Da sind ja ganz viele kleine Ferkel. Ach, wie nice. Das ist ja absolut der Oberhammer, Leute. Ach, wie geil. Ja, super hast du das gemacht. Ja, fein. So, Leute, Tag 24 ist am Start. Hier sind jede Menge Eier. Ja, oder muss man wieder ein bisschen rein. Wasser habe ich gerade eben über unseren neuen super High-End-Windturm, also über unser Windrad, habe ich schon einmal voll gemacht. Da sind wir auf jeden Fall jetzt definitiv
einwandfrei versorgt. Jetzt müssen wir nur noch gucken, dass es dann eben auch mit dem Fuller klappt. Denn ja, da ist es mittlerweile, ja, eng. Und ja, die kleinen Ferkel, die sind so süß, ne? Also ich sag's euch, wie es ist. Das ist wirklich herrlich. Richtig, richtig herrlich. Unser Mastschwein mittlerweile, das sieht schon ziemlich deftig aus. Also ich glaube, da wird es bald Zeit. Die Frage, die sich jetzt stellt, wird das einem angezeigt? Oder muss ich es einfach, ja, das ist jetzt die Frage aller Fragen, ne? Ich weiß, es gibt im Shop so einen Schocker, den man kaufen kann, das damit dann funktioniert. Gute Frage. Ich würde sagen, wir probieren das einfach aus, ne? Also, oder ich probiere das einfach aus. Es wird schon irgendwie schief gehen, ne? Des Weiteren, ihr seht, die Käseproduktion, die läuft, Leute. Also, die läuft unerbittlich. Das reift und wächst und gedeiht hier. Einsame Spitze. Ich glaube, ich krieg das Regal hier noch voll. Ich glaube, ich krieg das noch voll. Und ich will unbedingt hier einmal Würstchen machen. Ist deswegen, ja, kümmern wir uns heute mal um das dicke Rachwein. Aber vorab gucke ich mal ganz kurz, wie es in unserem Gewächshaus aussieht. Da müssen wir bestimmt wieder nachwässern. Oh, da kommen auch schon die ersten, ja, da sprießen schon hier die ersten Ananasstümpel raus. Und hier kommen dann unsere Träubchen. Da bin ich auch super gespannt, wie das nachher läuft. Jetzt aber erstmal hier alles einmal wässern, damit hier, ach so ist das. Ja, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, Leute. Alles nochmal auf Anfang. Wir brauchen anscheinend hier auch noch eine Windmühle. Ja, super. Dann hätte ich die ja gar nicht abreißen müssen. Ach, Reck. Das ist ja wirklich unterirdisch. Okay, das heißt, ich werde definitiv hier dann gleich einmal den Brunnen abreißen. Und ich werde hier noch eine Windmühle aufstellen. Ja, das werde ich machen, damit das hier mit dem Gewächshaus auch alles läuft. Und dann kann man hier vielleicht auch noch einen Stall oder so bauen. Mal gucken. Ich stelle den mal so ein bisschen schräg. So. Und dann sollte das doch dementsprechend, sagen wir mal, zwei Windmühlen. Dann kann der Brunnen dann hier weg. Und dann, ja. Auf geht's. Attacke. Abfahrt. So, Leute. Windrad steht. Das heißt, wir können hier jetzt einmal reingehen und wirklich alles nochmal aktivieren, damit auch alles hier gewässert wird, damit das hier ordentlich weiterläuft. Und ich habe natürlich den Elektroschocker geholt, aber ich sag euch eins. Ich bin damit noch nicht so ganz confirm, ne? Also, allein die Vorstellung, das tut mir jetzt schon ein bisschen leid. Das wird ganz böse. Könnte ich das niemals. No chance. Absolut no chance. Also, wie gesagt, in real life könnte ich das definitiv niemals machen. Ich glaube, das. Ich frage mich zwar, warum das hier so eine Gasflasche ist, aber ne, für mich funktioniert ein Elektroschocker eigentlich mit Strom und nicht mit Gas. Aber gut, wir testen das jetzt einmal aus. Ja, wir testen das jetzt einmal aus. Ja. Wir machen das natürlich in der abgesperrten Scheune. Hier drinnen machen wir das auf jeden Fall. Das muss kein anderer mitbekommen. Die Frage ist eigentlich, wie funktioniert das jetzt? Wir holen mal unser dickes Schwein. Das sieht nämlich, boah Leute, guck mal, das platzt ja jeden Moment. Wir nehmen das mal mit. Komm mal mit hier, Kollege. Oh, Leute, das macht mich jetzt schon ein bisschen traurig, ne? Das macht mich jetzt schon ein bisschen traurig. Ey, ja, ich weiß, du willst da nicht mit rein. Ich will das eigentlich auch nicht. Komm mit, wir müssen hier rein. Komm mit hier rein, mein Freund. Komm, kann ich das zumachen hier? Komm rein. Oder okay, hineinlegen? Kann ich das hier nicht benutzen oder was? Oder ist es noch nicht so weit? Oh Leute, das ist nichts für mich. Das ist wirklich nichts für mich. Okay, vielleicht ist es noch nicht so weit. Oder gehst du mal bitte hier weg? Ich möchte hier durch. Geh mal da weg, du dickes Schwein. Oder geht das tatsächlich vielleicht nur beim Bullen? I don't know. Ich weiß es nicht, ne? Ich bin da tatsächlich ein bisschen überfragt. Ach so, okay. Gut, du kannst raus. Wir holen das dicke Schwein. Ich habe es gerade gesehen. Wir müssen dann einmal abdrücken. Ja, komm mal mit hier rein, Kollege. Ja, komm. Gut, aufheben. Und tut mir leid. Nein, es tut mir leid. Es tut mir leid. Okay. Ach du lieber Gott, nee. Alter, wie viel Fleisch ist das denn? Ach du Scheiße. Okay, ich brauche erstmal eine Kühlbox. Das ist ja absolut insane. Boah. Okay, also erstmal, es tut mir mega leid für das Schwein. Oh Mann, ey, das ist wirklich, Leute, das ist nichts für mein Gemüt, ja. Ich esse zwar Fleisch, wirklich, und auch sehr gerne, aber sowas zu sehen, das ist absolut nichts für mich. Gar nichts. Okay, ich sammle das mal ein und dann checken wir das mal ab mit dem Fleischwolf.
So, ich habe jetzt alles eingesammelt. Es waren insgesamt 26 Stücker Fleisch, Leute. Das ist ja brutal. Okay, jetzt können wir das hier einmal reinlegen. Ach, jetzt muss ich das gedrückt halten und dann. Okay. Sieht ja sehr interessant aus. Okay, jetzt können wir das als Produkt entnehmen. Jetzt habe ich Hack. Ach so, jetzt kann ich das hier. Kann ich das hier nicht einmal reinmachen? Ah ne, das müsste jetzt eigentlich ja nochmal in den Fleischwolf, ne? So. Ah, okay. Also. Okay, got it. Das heißt, wir bräuchten jetzt noch so eine Wurstspritze und dann könnten wir das dementsprechend dann auch nochmal fertig machen. Ich habe eigentlich gedacht, dass wir das Ganze auch noch einmal so braten können zu Frikadellen oder so, aber anscheinend ist dem nicht möglich. Nö. Okay, ja gut. Dann können wir jetzt hier ja mal jede Menge Hackfleisch herstellen. Und dann würde ich sagen, besorge ich mal noch so eine Wurstspritze. Und dann machen wir mal hier ordentlich Würstchen, Leute. Tag 25, Freunde. Und ja, bevor ihr jetzt schon in die Tasten gehauen habt und sagt, Jimmy, ja, guck doch mal hier wegen dem Hackfleisch, das du gemacht hast. Ja, ich hab's rausgefunden. Ich kann's aufhängen. Alles gut. Also. Wir werden dann jetzt das hier einmal jetzt hier dementsprechend heute schön verkaufen gehen. Oh, wir können das tatsächlich so nicht transportieren. Das haben wir hier Schweinefrikadelle Salami. Die packen wir jetzt mal hier schön rein, würde ich sagen. Und dann gehen wir mal die Jute Salami verkaufen. Ne? Ich bin mal sehr gespannt, tatsächlich, was das jetzt finanziell bedeutet, wie viel denn dabei jetzt rumkommt, denn wir brauchen unbedingt auch wieder Kohle. Ja, uns geht es wieder schlecht. Ich habe echt, also so gut wie alles auf den Kopf gehauen. Diese neue Windradsetzung, das war echt krass. Oh, wir haben hier einen weiteren Käse ist fertig. Der ist auch fast fertig. Der braucht noch. Ach, das reicht erstmal. Hier steht noch einmal fertig Milch drauf. Hier habe ich noch rohe Schweinefrikadelle drinne. Ich würde ja gerne diese Wurstmaschine kaufen. Deswegen habe ich jetzt mal hier das Fleisch eingepackt, habe zwei Käse. Eigentlich könnten wir. Ach komm, wir nehmen doch die anderen zwei Käse mit. Safety first, damit wir hier ordentlich. Oh, jetzt ja, jetzt nimm mal gleich alles mit, Leute. Ich pack mal alles ein. Hier auf unseren guten Pickup. Und dann gehen wir mal eine Runde verkaufen und eine Runde shoppen. So, here we are, Leute. Dann checken wir doch mal ab, was das jetzt hier. Da hinten läuft schon wieder so ein Bär rum. Was treibt der eigentlich immer hier in der Nähe von dem Geschäft? Katastrophe. Wirklich eine bodenlose Katastrophe. So, aber jetzt mal schauen. Leute, ich bin sehr gespannt. Die Salami gibt 40 Dollar. Ich würde das gerne mal gleich noch bei dem Burgerladen ausprobieren, was das denn gibt. Aber guckt euch mal bitte unseren Blauschimmel an, unseren Blauschimmelkäse. Leute, brutal. 1320. Die Tomaten nochmal, wunderbar. Ich habe gesagt, was wollte ich holen? Jetzt bin ich gerade überfragt. Genau, die manuelle Wurstspritze. Oh, elektrischer Fleischwolf, elektrische Wurstspritze. Nee, wir holen erstmal die manuelle und probieren das erst einmal aus für 235 Dollar. Und dann gucke ich mal, beziehungsweise fahr mal rüber. So, mal hier parken. Mal rein. Gemoin. Also. Ach so, wenn wir Weißschimmel, Huhn und eine Rinderwurst hätten, dann kriegen wir einen Preismultiplikator. Ah, okay, verstehe. Das ist natürlich auch interessant. Also, wenn wir diese drei Produkte zur gleichen Zeit bringen, dann gibt das. Mega, eigentlich. Okay, gut zu wissen auf jeden Fall. Das sollten wir mal im Auge behalten. Ich glaube, das variiert aber tatsächlich täglich. Aber okay, dann verkaufen wir einfach mal jetzt nur unsere Frikadelle. Auf geht's, damit wir wenigstens wieder ein bisschen Kohle haben. Also heute, wie gesagt, Käse, Huhn und Rinderwurst, aber Weißschimmel. Okay. Ich gehe mal noch ein bisschen Blauschimmel holen und dann hole ich tatsächlich auch noch ein bisschen Weißschimmel. Und dann, ja, sehen wir uns gleich auf der Ranch wieder und probieren einmal die Wurstspritze aus. So, Freunde, ich habe die Wurstmaschine in der Hand. Die stellen wir jetzt mal hier ab und dann checken wir doch mal, wie das hier funktioniert. Ich bin tatsächlich, ich habe es ja noch nie ausprobiert, ne?
Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Aber vorab mal ganz kurz noch hier den Käse raus. Den können wir hier mal reinpacken. Hier habe ich jetzt mal Weißschimmelkäse gemacht. Hier wächst und gedeiht noch ein bisschen Blauschimmel ran. So, und jetzt bin ich natürlich tatsächlich super gespannt. Wir haben jetzt hier, geht das nicht da rein oder was? Müssen wir da vielleicht auch? Wie funktioniert das jetzt mit der Wurst? Oder geht das vielleicht gar nicht, Schweinefleisch? Denn ich kann es ja jetzt nur. Och nö, komm schon. Mach mir ein Würstchen. Ich will jetzt ein Würstchen haben. Ach Mann, oh. Oh Mann. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, Leute. Ich dachte, das funktioniert jetzt hier so ganz einfach. Geht das vielleicht nur mit Rind? Kann man nur Rinderwürstchen machen wahrscheinlich, ha? Ah, blöde Sache. Das ist natürlich jetzt blöd. Aber gut, ist wie es ist. Dann müssen wir warten, bis wir dementsprechend. Oh, das war der falsche, die falsche Kühlbox. Dann müssen wir dementsprechend warten, bis wir ein bisschen Rind haben. Und dann machen wir ein paar leckere Rindswürstchen, ne? Okay, gut. Dann hat sich das jetzt auch erstmal erledigt. Dann machen wir hier noch ein paar Schweinefrikadellchen. Voilà. Weil das hat sich ja auch auf jeden Fall definitiv schon mal gelohnt. Dann heißt es jetzt erstmal wieder Käse machen. Tiere versorgen. By the way, unsere Elsa, die scheint auch trächtig zu sein. Die hat auf jeden Fall auch einen ziemlich dicken Bauch hier. Das wäre ja mal mega geil. Oder also ein Kälbchen kommt da ja wahrscheinlich nur raus. Wäre ja schon ziemlich crazy, wenn da zwei rauskommen würden. So, wie sieht es denn bei unseren Hühnern aus? Außer, dass hier jede Menge Eier sind, sehe ich hier. Oh, Leute, da ist ein Küken! Da ist ein Küken! Guckt es euch an, da ist ein kleines Küken! Ach, wie geil! Wo sind eigentlich unsere Hühner? Wieso haben wir nur noch zwei und ein Hahn? Ah, die sitzen alle da hier so ein bisschen einsam und allein da hinten in der Ecke. Was macht ihr denn da hinten in der Ecke? Leute, wir haben einfach ein Küken! Wie geil ist das denn bitte? Cool! Okay, jetzt will ich was ausprobieren. Ich nehme jetzt das braune Ei. Passiert nichts. Ich nehme ein weißes Ei. Passiert auch nichts. Okay, oder? Nee. Ah, okay, bei dem Ei passiert was. Okay, ist in Ordnung, ist in Ordnung. Ja, ist okay, ist okay, ist okay. Chill deine Base, chill deine Base. Mach dich locker. Ich hab's wieder hingelegt, ich hab's wieder hingelegt. Lass mich in Ruhe. Geh weg. Was ist denn mit dir? Lass mich in Ruhe. Ich glaube, du spinnst. Guckt euch mal an, wie garstig die ist, ey. Gibt's ja gar nicht. Krieg 17, dann müssen wir halt hier oben drauf. Also, wieso sind denn die hier so garstig, ey? Alter Schwede, ey. Ihr wollt nochmal Futter und was zu trinken haben. Ja, ihr wollt nochmal Futter und was zu trinken haben. Ist okay. Die kriegt nichts mehr von mir. Hier, guck mal, wie garstig, biestig die ist. Die rennt alles weiter hinterher. Böses, böses Tier. Böses, böses Tier. Egal, dann kümmern wir uns um was anderes. Denn, Leute, und unser Gewächshaus, da ist schon richtig Leben am Start. Passt mal auf. Das ist der Wahnsinn. Träumchen zwar noch nicht, aber unsere Ananas ist einfach ready to go. Mega. Können wir die eigentlich auch hier reinpacken? Ja, super. Ananas. Oh, Leute, wir haben hier jede Menge Ananas jetzt am Start. Können wir alles ernten. Oh, mega geil. Ananasplantage läuft. Acht Ananas. Geil. Machen wir hier mal wieder ein bisschen Wasser. Chuck, chuck. Und hier müssen wir auch nochmal wieder wässern. Ja, hier ist uns leider ein Strauch Tomaten. Zwei Sträucher Tomaten sind uns leider schon kaputt gegangen. Leider, leider, leider. Aber ist ja noch genug am Start, also passt ja noch. Von daher alles tutti frutti, ne? Passt alles noch. So, und unsere Trauben sind auch bald fertig hier. Da bin ich auf jeden Fall auch sehr gespannt. Bitte. Es wächst und gedeiht, alles floriert, es läuft. Ich bin happy, mega geil.
Freunde, Tag 27 ist angebrochen und ja, in unserem Gewächshaus sieht's richtig, richtig gut aus. Wir können jetzt mal hier noch die eine oder andere Ananas hier ernten. Denn hier hinten ist auch noch eine. Wir können mal hier die Tür zumachen. Das zieht sonst so. Und dann geht das hier munter weiter. Und ihr habt ja auch schon gesehen, ich habe dort hinten noch ein Häuschen platziert. Also, ja, das habe ich mir gedacht für die Zukunft, wenn wir dann dementsprechend, ja. Oh, hier geht aber einiges kaputt aktuell. Das ist aber nicht gut. Das ist aber nicht gut. Wir haben jetzt hier 18 nur noch für 6 Platz, weil unsere Träubchen sind auch ready, Leute. Ah, die bringen, da sind nur 3 Stück immer. Okay, alles klar, dann ist die Kühlbox nämlich voll und die Kühlbox auch. Das ist natürlich jetzt schade, dass hier wieder ein paar Pflanzen kaputt gegangen sind. Da muss ich wohl in Zukunft mal ein bisschen Pflanzenschutzmittel besorgen, damit das hier weiter wächst und gedeiht und uns hier nichts kaputt geht. Denn das ist ja natürlich absolut, oh mein Gott, hier ist ja auch noch eine kaputt. Das ist ja sonst eine Katastrophe. Also, dann gehe ich mal noch fix schnell eine Kühlbox holen. Ah ne, wir gehen hinten raus. Sammeln noch die letzten Träubchen ein. Und dann machen wir uns mal direkt an das Bauen von dem Scheunchen. Denn ich war die ganze Nacht weiterhin sehr, sehr tätig und habe jede Menge Holz gemacht. Leute, es ist auf jeden Fall einiges geworden. Ich hoffe, es reicht. Aber ich, also, ja, ich gehe doch mal davon aus, dass es reichen wird. Wobei, naja, ich habe jetzt auch nicht genau gezählt, wie viel ich denn eigentlich brauche für diese kleine Scheune. Ich weiß es tatsächlich gar nicht. Muss ich dann mal gucken. Muss ich dann mal gucken. So, jetzt sind hier 3 Kühlboxen komplett voll mit Tomaten, Weintrauben und Ananas. Mega nice, Leute. Hier können wir auf jeden Fall alles dann noch verkaufen gehen. Das finde ich super. So, dann rennen wir mal ganz kurz rüber. Und legen hier einmal direkt los. Und ihr seht es, Leute, ich habe ein bisschen Holz gemacht. Ne? Also so ein paar Plänkchen geworden, also ein paar Bretter. Jetzt gehen wir mal hier direkt rein in die Geschichte, dass das hier ordentlich läuft. So, achso, wir müssen erst natürlich den Boden setzen dann, ne? Okay, dann einmal hier. Upsa, upsa. Stimmt, der Boden, der braucht ja so unheimlich viele Holzplanken. Daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Oh, da bin ich mal gespannt, ob es reichen wird. Ich glaube es tatsächlich diesmal leider nicht. Aber das ist ja nicht so schlimm. Wir haben da ja auf jeden Fall noch jede Menge Zeit, da, bis das hier stehen muss. Nur ich dachte, wenn wir dann später mit dem Feld anfangen, dann brauchen wir auf jeden Fall einen Platz auch für unseren Traktor und für unseren Mähdrescher, damit die da ordentlich unterkommen. Denn in die Scheune, wo die Tiere sind, da will ich das natürlich nicht platzieren. Das wäre auch überhaupt gar nicht sinnvoll, ne? Das macht ja auch gar keinen Sinn. Ja, jetzt sind wir hier natürlich dran. Ich habe das auch extra so gebaut, damit das hier relativ ebenerdig ist. Und dann sollte das doch funktionieren. Wir starten mal am besten hier vorne. Gucken mal, ob das hier soweit passt dann. Aha, okay. Ach Leute, das wird auch wunderhübsch hier, glaube ich. Nur irgendwie kann ich hier die Holzplanken nicht einsetzen. Ah, so. Dann passt es. Okay, got it. Ah, got it. So, dann kommt da das Türchen rein und da, da oben fehlt da noch ein Fenster. Aber das sollte ja gar kein Thema sein, ne? Haben wir nachträglich noch ein Fensterchen hin und dann passt das. Ach Leute, das wird herrlich. Herrlich wird das. Ah, einsame Spitze. Guck mal, wie das läuft hier, Leute, wie das rennt. Ach, mega. Mega nice, Leute. Das wird auf jeden Fall eine schöne Scheune, sage ich mal. So. Ah, das geht dann doch tatsächlich ziemlich viel Holz drauf. Das hätte ich, oh, die Dächer brauchen auch jede Menge Holz. Das hätte ich nicht gedacht, ne? Also da habe ich auch gar kein Acht drauf gehabt. Ja, dann heißt es wohl dann nochmal eine Nacht, ne? Ein bisschen Holz machen, damit das hier fertig wird. Aber erstmal so, dass relativ das Grundgerüst steht.
Das ist ja schon mal auch viel wert. Das passt ja dann erstmal so weit. Ach, wunderhübsch. Leute, ich finde es wunderhübsch. Also, ich muss ja sagen, ich finde es genial, das Spiel, das ermöglicht einem so viel, was man hier dann so machen kann. Das ist wirklich genial. Also, das macht dann auch echt richtig Bock. Kann ich für mich zumindest sagen, ist auch nicht so, dass man sich so sagt, oh, nö, ich spiele das jetzt mal und dann habe ich irgendwie keinen Bock mehr. Nee, im Gegenteil, Leute. Das macht richtig Fun. Also, ich kann das echt tatsächlich nur empfehlen. So, dann haben wir hier doch schon mal so. Aber hier können wir das aufmachen und zumachen. Ach, einfach herrlich. Dann können wir hier theoretisch mal Mähdrescher reinfahren und einmal rausfahren. Und ihr habt mir gedacht, damit kann man den Mähdrescher hier so relativ mittig platzieren. Von der einen Seite, von der anderen Seite den Traktor. Und dann kann man die Anbaugeräte noch hier so an der Seite hinsetzen. Und dann sollte das doch ganz gut passen, oder? Was meint ihr? Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr der Meinung, also seid ihr auch der Meinung, dass das hier so gut passt? Oder sagt er, ah, Gottes Willen, wie kann man denn nur eine Scheune dafür bauen? Nee, also, okay, ich bin auf jeden Fall gespannt. Dann gibt es ja noch hier eine Holzfundamentrampe, die müssen wir auf jeden Fall auch noch platzieren, damit wir dann dementsprechend hier rein und rauskommen. So, machen wir eine dahin und eine dahin. Na komm, geht das hier nicht? Doch. So. Wahrscheinlich ist das total absurd. Aber no matter what. Vor allen Dingen, dass die 6 Holzplanken kostet. Das kleine Ding da. Wahrscheinlich ist es total überzogen und brauchen wir wahrscheinlich gar nicht. Ich lasse das erstmal weg, Leute. Denn das gucken wir dann einfach im Nachhinein, ob wir die brauchen oder nicht. Oder ob wir da einfach auch so reinkommen. Weil, ganz ehrlich, 6 Holzplanken für so eine kleine Ding da. Absolut überzogen. Absolut überzogen. Okay, dann heißt das wohl für mich, die nächsten Tage noch ein bisschen Holz machen. Hoppala, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich aussteigen und das hier einmal zumachen. Ich platziere das mal hier. Genau, wir nehmen mal den guten Wagen hier. Und dann würde ich sagen, machen wir mal noch eine kleine Verkaufsfahrt. Denn wir haben ja jetzt jede Menge Obst und Gemüse, was wir verkaufen können. Ich würde mal den Hänger kurz hier stehen lassen. By the way, hier das Haus werde ich auf jeden Fall auch noch abreißen. Denn da machen wir dann eine schöne Garage hin für unser Fahrzeug. Natürlich dann auch aus Holz, aber was Pickeres mit so einem Backstein-Ding da, so ein was auch immer, das passt dann einfach nachher nicht hier so rein, finde ich. So, dann einmal die Kühlboxen hier rein in unser Gefährt. Ah, Leute, ich bin tatsächlich gespannt, vor allen Dingen, was die Weintrauben und so und die Ananas nachher bringt. Da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt. So, here we are at the store. Let's check this. So, gucken wir mal rein hier, wie es denn aussieht. Verkaufen die Eier, 240. Die Ananas, also pro Ananas kriegen wir einen 30er. Auch, boah Leute, das ist ja insane. Und für die Weintrauben kriegen wir immer einen 20er. Also, das ist auf jeden Fall super geil. Allein deshalb, weil wir ja pro Stock dann auch 20, also 3x 20 haben. Also jeweils 60 Dollar. Mega, also auf jeden Fall profitabler als die Tomaten. Leute, das ist insane, also ich glaube, wir werden hier noch mehr Trauben und Ananas pflanzen. Auf jeden Fall können wir das Ganze jetzt hier für 1332 Dollar verkaufen. Absolut sau, sau geil. Und jetzt habe ich mir noch was überlegt, Leute. Und dazu brauchen wir noch ein bisschen Metall. Und zwar, wir nehmen mal einmal Metall und einmal Zement mit. Was ich damit vorhab, zeige ich euch gleich. Denn wir werden... Ich zeig's euch gleich. Ich zeig's euch gleich. Denn, Leute, hier in der Nähe von dem Hardware Store ist hier noch einmal so eine, ja, so ein Platz, wo wir Öl bekommen können. Und da habe ich mir tatsächlich jetzt gedacht, ey, wenn schon, denn schon, machen wir doch direkt hier gleich noch so ein Ölteil hin. Das wird ja dann richtig insane. Dann können wir hier richtig Kohle machen, Leute. Das wird richtig dick. Also einmal hier die Ladeluke auf, dann nehmen wir den Zement, schmeißen den mal hier rein und packen den hier wieder zurück, die paar Metallteile.
Und zack, haben wir direkt schon unsere nächste Ölraffinerie. Ach, genial, Leute. Machen wir noch ein bisschen Sprit rein. Zack, laden den einmal voll und dann können wir den schon mal einschalten. Und Leute, jetzt haben wir einfach zwei Ölraffinerien. Also jetzt bin ich tatsächlich mal richtig gespannt, was wir da jetzt letztendlich einfahren werden. Das wird ja absolut brachial. So, Leute, Tag 28. Ja, und ich war schon ein bisschen fleißig, denn unsere Hühner und unsere Schweine, Schrägstrich, und auch unsere Kühe, das heißt Schrägstrich, total bescheuert, die haben Futter gebraucht, deswegen war ich schon unterwegs und habe Futter besorgt. Des Weiteren habe ich, und jetzt, Leute, unser erstes kleines Kälbchen! Was ist denn hier los? Das wollte ich euch eigentlich gar nicht zeigen. Aber wir haben jetzt einfach ein Kälbchen. Ach, wie schön. Ach, wie süß. Leute, ist das nicht herrlich. Leute, die Ranch, die wächst und gedeiht. Und wir haben schon wieder, by the way, Nachwuchs bekommen. Wir haben hier wieder kleine Ferkelchen. Denn die anderen sind schon mittlerweile gewachsen. Und das wollte ich euch eigentlich zeigen. Denn ich habe noch Hannelore geholt. Noch eine zweite Milchkuh. Damit es hier weiter vorangeht, damit unsere Käseproduktion weiter ranreift. Also ich glaube, auf jeden Fall, Schweine brauchen wir jetzt erstmal nicht. Da haben wir definitiv genug von. Also hier sind, guckt euch mal an, wie viele Schweine hier rumlaufen. Das ist ja Wahnsinn, ja. Haribert ist mittlerweile auch schon zu einem stattlichen Bullen rangereift. Also Leute, es läuft. Es läuft wirklich. Und hier drinnen ist auch noch Schweineverkehr. Schweineverkehr. Genau, ja, also. Jetzt haben wir ein Kälbchen, wir haben Hannelore und wir haben jede Menge Schweine. Ich gebe denen am besten keinen Namen, sonst die habe ich alle nachher vergessen. Ja, Leute, es läuft. Also, einsame Spitze, ich finde es absolut insane. Absolut geil. Des Weiteren habe ich für unser Gewächshaus noch neue Saat besorgt. Ich habe jetzt mal Paprika geholt, um zu schauen, wie das Ganze dann heranreift und wie das heranwächst. Und jetzt heißt es eigentlich nur noch, jetzt bin ich eigentlich hier schon rausgegangen. Ich wollte eigentlich hier wieder rein, denn wir müssen unsere Kühe jetzt erstmal melken. Denn da ist es jetzt auch mal wieder Zeit, dass wir hier mal ein bisschen Milch bekommen. Ne? Da kann sich hier Hannelore direkt schon mal gut tun und zeigen, was sie kann. Komm mit, junge Dame. Zeig mal, was du kannst. Oh, ich habe eigentlich hier gerade eben erst ausgemistet und den ganzen Mist und den ganzen Müll hier weggemacht. Oh, die will noch nicht. Bist noch zu jung, hä? Gibt's noch keine Milch. Na gut, dann müssen wir ganz normal unsere Elsa holen. Und die muss hier mal ein bisschen was machen. Let's go, Elsa. Komm mit. Wir brauchen Milch. Die Käseproduktion muss weiter reifen. Heranwachsen. Oh, überall Schweine. Kommen hier gar nicht mehr voran. Komm, Hannelore, sage ich, Elsa. Let's go. We need some milk. So. Oh, komm, Hannelore. Ach, Elsa, komm. Milch, komm. Ja, fein, komm schon. Jawohl. Komm. Fein machst du das. Einmal Milch hier. Können wir ganz kurz mal hier den Laden nehmen. Komposthaufen. Und können wir schnell hier noch die Kacke wegmachen. So. Die kacken auch wie die Weltmeister, ne? Das ist schon eine reife Leistung hier, was die hier verursachen. Ja, warte, ich mach das mal kurz ab für dich. Kannst du wieder spielen gehen, ne? Auf geht's, Mädel. So. Ja, Kompost ist tatsächlich noch nicht so viel drin, ne? 2,7. Ich glaube, das wird sich ändern, wenn die hier alle anfangen, hier wie die Weltmeister rumzukacken. Naja, wie dem auch sei. Das läuft auf jeden Fall. Da warten wir jetzt nochmal einen Tag ab und dann machen wir hier weiter mit der Käseproduktion. Denn ja, ein bisschen was haben wir mittlerweile schon. Das läuft. By the way, ja, verzeiht mir, ich habe mich vorhin gefragt und dachte so, warum jedes Mal, wenn ich die Weißschimmel, das Weißschimmelzeug reinmachen will, warum fängt das jedes Mal an zu kochen? Jupp, ich habe es dann gesehen. Das ist ganz normal Blauschimmel. Das ist Weißschimmel.
Aber das hier, ja, das ist für die Kuh. Aber das hier, das war für die Ziegen. Und ich dachte so, boah, Jimmy, really? Dein Ernst? Wirklich jetzt? Boah, habe ich einfach das Falsche gekauft. Was natürlich bedeutet, wir müssen Ziegen ranschaffen. Und das wird dann das nächste sein, was wir machen werden. Dann, sobald, ich denke so gegen Tag 30 werden wir da mal loslegen. Ich warte noch ein bisschen, bis die Ölproduktion noch ein bisschen vorangeschritten ist. Und dann würde ich sagen, schaffen wir uns mal noch ein paar Ziegen ran und bringen die auch noch in hier in unsere Scheune rein und mal gucken, ob die sich dann mit den Kühen und mit den Schweinen dementsprechend auch vertragen, ne? Das ist ja dann immer so eine Geschichte. Ich werde auf jeden Fall jetzt noch eine Runde Holz machen gehen, damit unser Häuschen fertig wird. Und ja, ansonsten will ich auf jeden Fall schauen, dass wir hier relativ zeitnah auch mit unserer eigenen Produktion auf den Feldern loslegen können, damit wir kein Futter mehr für unsere Tiere holen müssen, denn das ist mittlerweile echt teuer geworden. Und ja, ich habe vorhin gerade 10 Säcke geholt. Davon stehen sogar noch 4 oder so, glaube ich, beim Händler, weil ich die aufgrund von Hannelore nicht mehr mitnehmen konnte und ich den Hänger nicht dabei hatte. Schande über mein Haupt, ne? In dem Sinne, let's go, make some wood. Tag 29, mittlerweile auch schon später Nachmittag, aber ihr seht, ich bin voll bepackt, Leute. Ich bin richtig voll bepackt. Ich habe alles mitgenommen, was gerade aktuell so ging. Jede Menge Obst und Gemüse, mittlerweile sogar schon Paprika am Start. Ja, teilweise sind wirklich ein paar unserer Pflänzchen kaputt gegangen, was sehr, sehr schade ist. Ich gehe jetzt erstmal hier rein gucken, ob es was für ein Multiplikator wir haben. Also auf Hähnchenfleisch, Käse mit Blauschimmel und Eier. Da gibt es einen Multiplikator drauf. Jetzt ist die Frage, ich will das mal ganz kurz ausprobieren. Nur auf den Blauschimmel als solches einzeln oder nur in Verbindung? Das wäre jetzt die Frage. Ah ja doch, Kuhkäse, Blauschimmel, $264. Das sieht doch schon wieder ganz anders aus, Leute. Das sieht doch schon wieder ganz anders aus. Okay, also wir verkaufen auf jeden Fall. Leute, ihr seht schon, ich habe hier richtig viel am Start. Wir verkaufen die Ananas für 300. Wir verkaufen unsere Schweinefrikadellen für 280. 20 Paprikas. Okay, für die Paprika gibt es anscheinend nur $2. Das ist nicht so viel, das ist schade. Dann auch die Tomätchen und nochmal ein bisschen Paprika hier unten. Hier noch ein paar Tomätchen und dann noch ein bisschen Paprika. Und oh, unser Öl können wir hier auch verkaufen. Das ist ja interessant. Dann verkaufen wir hier noch unser Öl und natürlich den Käse. So, jetzt sind wir bei 3000. Aber es ist ja noch nicht alles leer. Wir müssen ja hier noch ein bisschen abladen. Ne? Beziehungsweise wir machen das einfach so. Wir fahren hier einfach mal ein Stückchen vor. Und ich hatte mir tatsächlich überlegt, Leute, dass ich in Zukunft hingehen werde und werde alles erstmal bunkern, ne? Ich werde alles erstmal bunkern. So, oh, ihr seht, 1320. Das ist schon nice. Das ist schon richtig nice. So, dann sind wir wieder bei 4 Säcken. Die brauchen wir auch. Definitiv. Denn wir müssen... Also erstmal, um meinen Satz vorher noch zu beenden. Ich möchte auf jeden Fall in Zukunft Käse etc. pp. Wurst und so weiter erstmal saven. Ja, erstmal auf die Seite legen und gucken... Dann, wenn es hier einen guten, ordentlichen Multiplikator gibt, dann werde ich definitiv
hier erst verkaufen gehen. Jetzt muss ich nur noch mal gucken, und das werde ich für das nächste Mal ausprobieren, ob die Frage ist, wie ist es denn, also kriege ich den Multiplikator nur auf das einzelne Produkt oder nur in dieser Konstellation, dass ich Hähnchenfleisch, Käse und Ei brauche? Das wäre jetzt halt herauszufinden. Und falls es ihr natürlich wisst, dann schreibt es mir auf jeden Fall jetzt schon mal gerne in die Kommentare, damit ich es definitiv für die Zukunft weiß, auch falls ich es irgendwie noch nicht bis zum Tag 40 rausbekommen habe. Okay, aber jetzt erstmal noch shoppen gehen, denn wir brauchen unbedingt Metall und Zement und ja, ihr habt es auch gesehen, ich habe die Scheune so fertiggestellt. Ich habe danach jetzt ein paar Lampen installiert, die brauchen noch ein bisschen Metall und unbedingt, wir werden dieses Getreidesilo bauen für das Futter, denn Leute, ich kann jeden Tag gefühlt hier 5 Säcke reinschmeißen und das wird einfach too much. Deswegen werden wir dieses Silo bauen. Das kostet einmal am Tag, oder ich fülle das einmal auf und dann sind da 200 Tacken weg oder wie auch immer, und dann hat sich die Sache erledigt. Denn so, ob ich jetzt 5 Säcke immer mal da rumfahre und 5 Säcke auflade oder ob ich das so mache, also... Deswegen, wir brauchen auf jeden Fall Metall, jede Menge. Wir brauchen Zement, jede Menge. Ich glaube, mehr Zement brauche ich nicht mehr, weil ich hatte noch was über gehabt. So Leute, da ist nämlich das gute Teil. Da fehlt noch ein bisschen Zement und ein bisschen Metall. Das knallen wir hier mal jetzt noch fix schnell rein, damit das Ding hier fertig ist. Denn ich will unbedingt hier, dass das ein bisschen automatisch, das heißt automatischer funktioniert, aber... damit das hier ein bisschen reibungsloser funktioniert. So, und jetzt sollte das, genau, jetzt können wir einmal R drücken. Bupp, jetzt ist das einmal gefüllt. Jetzt haben wir 200 Dollar ausgegeben. Jetzt ist das Ding einmal voll. Und jetzt können wir damit einmal alle Futterdröge in der Nähe füllen. Ich habe extra geguckt, das ist alles passend. Wir haben hier... ja, sieht jetzt ein bisschen bescheuert aus in grün, ich weiß. Aber das ist hier drinne und dementsprechend dann auch unsere Futterkrippe, unser Futtertrog hier. Aber der will nicht gefüllt werden anscheinend. Warum auch immer. Das ist seltsam. Der sollte nämlich eigentlich auch gefüllt werden. Der ist auf jeden Fall in Range. Also das ist natürlich jetzt noch ein bisschen Katastrophe. Aber da muss eigentlich, doch, da muss ja was reingegangen sein. Ah, okay, wir können jetzt nochmal drücken, wahrscheinlich. Nö, wahrscheinlich reicht es erstmal. So, reicht erstmal. Denn hier müsste auf jeden Fall voll sein. Ja, da drüben gingen ja auch 10 Einheiten rein. Also sollte auf jeden Fall dementsprechend reichen, Leute. So, ich werde jetzt noch da vorne das Licht installieren. Und dann heißt es natürlich Tag 30. Und das, wisst ihr ja, was das bedeutet. Das heißt, wir holen uns dann eine Schippe Ziegen ran. So Leute, Tag 30 und ihr wisst, was das heißt. Das heißt, heute gibt es Zieglein. Vorher fahren wir noch mal ganz kurz bei unserer Ölraffinerie vorbei und gucken mal, wie da der Stand ist, ob wir vielleicht da noch was abzwacken können. Des Weiteren, uns ist ein Schwein gestorben. Ja, uns ist ein Schwein gestorben. Und Leute, was noch viel schlimmer ist, es sind schon wieder 3 oder 4 Schweine, sind einfach schwanger. Ich weiß gar nicht, wie... wohin mit dem ganzen Viehzeug? Jetzt holen wir noch die Ziegen ran. Das ist ja eine Katastrophe. Ich weiß gar nicht, wie wir das alles handeln sollen. Also, ja, ich glaube, also was heißt handeln sollen? Aber vor allen Dingen platztechnisch, ne? Das wird hier ja bodenlos. Nee, ich nehme mal beide mit. Denn da ist ja noch das andere, was wir mitnehmen. Das ist ja bodenlos, Leute. Das ist ja richtig Katastrophe. Also, ja. Wahrscheinlich, und ich denke mal, ich werde wahrscheinlich dementsprechend dann noch, noch extra ein Ziegengehege und ein Schweinegehege bauen. Oh Gott, diese Hänger, das geht mir auch echt auf die Nüsse, ne? Das ist eine Katastrophe. Also diese Fahrphysik, ich muss es leider nochmal sagen, ganz bodenlos. Ganz bodenlos. Wie kann denn der Hänger da hinten so... Alter Schwede, ey, also... Falls ihr es da irgendwie wieder ein Update gibt oder keine Ahnung, das vielleicht eine Einstellungssache ist, dann... Achso, ich wollte ja nochmal zu der anderen Ölraffinerie.
dann einfach mal in die Kommentare hauen, denn das ist ja wirklich absolut bodenlos, wie das Ding da hinten dran rum schert. Oh, und der Bär ist auch wieder am Start. Ich hoffe nicht, dass der jetzt uns gesehen hat und uns verfolgt. Ja, da hatte mal ganz kurz gedacht, er kommt mal hier hoch. Aber hat sich dann doch anders entschieden, hoffe ich doch. Für ihn. So, wie sieht's hier aus? Oh ja, hier ist gut was drin, ne, Leute. Dann nehmen wir doch gleich mal mit hier. Dann nehmen wir doch gleich mal mit. Was wir haben, das haben wir, ne? Zack. Können wir auf jeden Fall gut gebrauchen. Ja, ein bisschen was ist noch drin. Das lassen wir einfach drin. Wie wichtiger ist, wir tanken den mal auf, damit er hier weiterläuft. Ohne Probleme. Ja. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich werde dann, würde ich sagen, noch ein extra Gehege für Ziegen und eins für die Schweine und dementsprechend, ja, das für die, für unsere Kühe haben wir ja da. Das bleibt. Die Kühe, die sollen da drin bleiben in der Scheune. Das ist soweit ganz passend. Und wir brauchen auch wieder Sprit. Ja, so wäre auf jeden Fall der Plan für die nächste Zeit, dass ich da auf jeden Fall schauen werde, dass die da dementsprechend dann ordentlich, ja, Platz haben, ne? Weil sonst wird das ja einfach nachher nichts. Und dann geht es hoch, Leute. Ziegen kaufen. Und wir brauchen unbedingt neuen Blau- und neuen Weißschimmel, denn der ist mittlerweile auch der. So, dann gehen wir mal rein hier in die gute Stube. Moinsen! So, und dann gucken wir doch mal, Leute. Ziege männlich, Ziege weiblich. Ja, weise oder... Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele eigentlich reinpassen, ne? Ist ja... Die sehen einfach so bescheuert aus. Naja, wie dem auch sei, wir nehmen weiße. Und zwar... Frage ist jetzt... Zwei und einen männlichen. Einen braunen. Ja, oder? Ja, wird schon klappen, ne? Wird schon schief gehen. Gucken, ob wir die alle drauf bekommen. Ah, dann brauchen wir noch mal ein bisschen... Weißschimmelziege, für die Ziege haben wir ja. Das habe ich ja schon fehlgekauft. So. Ach komm, was soll's. Nimm mir gleich zwei mit. Who cares? Perfekto, Leute. Dann schnell raus. Damit hier auch keine Ziege den Abflug macht. So, kommen wir hier rein. Ich hoffe, da passen jetzt drei Stück rein. Nein. Können wir die auch auf den Hänger machen? Nö. Verdammt. Okay. Rick 17, dann müssen wir die mal wohl in den Laden bringen, damit die hier nicht wegläuft, ne? Ja, Entschuldigung, ich muss mal die Ziege hier reinbringen. Hallo Ziege, kommst du mit hier rein? Komm doch mal hier rein. Komm schon, komm. Komm mal hier lang. Hallo, komm. Ich habe das dumpfe Gefühl, die geht hier nicht rein. Oh mein Gott, was mache ich denn jetzt? Oh mein Gott. Ich kann die ja hier auch nicht anbinden, ne? Das wird ja genauso ein Problem. Ah. Also, es gingen nur zwei Ziegen drauf. Das ist bodenlos, Leute. Das habe ich jetzt nicht gedacht. Oder daran, ich hätte jetzt gedacht, da passen drei drauf, weil da immer noch so viel schönes Platz, so viel schöner Platz ist, ne? Ja, super. Das war natürlich absolut unklug und unschlau. Ich würde die gerne hier dran anbinden. Kann ich vielleicht fahren und die mitnehmen? Wäre ja auch lustig, ne? Okay, Ziege, du bleibst schön da. Ich bin gleich wieder da und hol dich ab. Oh, was ein Glück. Die kleine Ziege ist dann nicht weggelaufen. Oh. Das wäre sonst echt fatal gewesen, ey. Das wären hier mal 500 Tacken oder was es waren. Einfach mal Tschüssikowski, ne? Das wäre nichts gewesen, Leute. Ich sag's euch, wie es ist. Also auf jeden Fall, die anderen beiden sind definitiv daheim. Haben wir hier die Funzel an, damit wir ein bisschen was sehen. Und ja, damit haben wir jetzt dann auch noch drei Ziegen. Also zwei Damen und einen Herren. Das läuft, Leute. Ich will sagen, das läuft hier. Für 30 Tage aktuell, glaube ich, ist das ganz gut. Ich würde sagen, ja. Unser Öl läuft, unsere Tiere, alles funktioniert. Kühe, Ziegen, Schweine, Hühner, alles am Start. Alles am Start, Gewächshaus am Start. Also, es floriert, es läuft, Leute. Es ist einsame Spitze. So, jetzt bringen wir mal die letzte Ziege hier auch noch in ihr Gemach. Du bleibst schön hier, Madame. Komm rein, schnell. Komm rein, bevor ihr... Mann. Wir wollen auch sofort raus dann, ne? Komm rein hier. Also sag mal, mich verarschen? Komm jetzt. Nicht rein, oder was? Doch, hier doch. Wunderbar. So, jetzt ist hier alles am Start, Leute. Gucken, die haben sich auch direkt schon mal jetzt hier hingelegt zum Schlafen. Perfekt. Ach, Leute. Super. Einsame Spitze, Leute. Einfach, oh, Leute, guckt euch das doch mal an. Überall hier dicke Schweine. Hier nicht schwanger. Die ist schwanger. Die ist auch schwanger, da brauche ich gar nicht gucken. Das sehe ich auch so. Jo. Wie sieht's hier aus? Ah, das sind Männchen. Da hinten, wie sieht's mit dir aus?
Schwanger oder nicht schwanger? Auch schwanger. Ach du lieber Gott, Leute. Wir haben einfach viel zu viele schwangere Schweine. Ach du lieber Gott. Elsa ist auch schon wieder schwanger. Wie gemacht, Haya. Und die Hannelore ist auch schwanger. Hier, Haribert, was machst du denn da? Das gibt's ja gar nicht, ey. Oh, der rammelt und rammelt, Leute. Und alle werden so dick. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Schweine hier weniger werden, ne? Ich glaube, die sterben die uns alle weg, oder was ist hier los? Und du willst du hier nicht irgendwie weiter... Irgendwas stimmt mit der Ziege nicht. Ich habe es vorhin schon gesagt, mit der ist irgendwas nicht in Ordnung. Naja, wird schon alles schief gehen hier, ne? So, Leute, dann würde ich sagen, Tag 30 ist damit beendet. Hey, Leute, Tag 31 und ich habe gedacht, ich gehe mal ein paar Holzplanken kaufen, weil ich gerade irgendwie keinen Bock hatte, welche zu schneiden. Und ich dachte, ich hole mal ein paar Pakete. Und als ich dann auf Kaufen gedrückt habe, hat es einen lauten Knall und einen lauten Schlag gegeben. Ja, das Resultat seht ihr. Es liegt hier alles voll. Und ja, jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich hier wieder rauskomme mit dem Wagen. Und ja, ich nehme dann mal so einiges wieder mit, denn ich habe auf jeden Fall Großes vor. So, Tag 32, Leute. Ja, gestern war ich tatsächlich nur noch damit beschäftigt, eigentlich das Holz aufzuladen und es ist noch nicht alles da. Da am Laden liegt noch ein bisschen was. Zum anderen habe ich, ha, passt auf, ich habe solche Marken gekauft und jetzt seht ihr, es steht jetzt auch oben drüber Hannelore. Des Weiteren steht auch hier bei unserem guten Haribert, steht jetzt Haribert. Ja, und bei Elsa steht dementsprechend Elsa. Ja, Leute, also ich muss eins sagen, wir müssen hier uns jetzt wirklich drastisch vergrößern. Denn, ja, es ist hier kein Raus, kein Reinkommen mehr. Es ist hier einfach eine Katastrophe. Es ist so voll, läuft einfach nicht mehr. Ich muss gucken, die müssen hier alle einfach mal umziehen. Deswegen werden wir, oh Gott, das sind ja auch hunderte von Eier und ich war hier schon lange nicht mehr drin und habe hier den Dreck weggemacht. Ja, oh, guck mal, noch ein Küken. Ein weißes tatsächlich. Ja, und es sind mittlerweile viel mehr Hühner, denn es gab zwischenzeitlich nochmal Küken und nochmal Küken und da ist noch ein Küken und ihr seht schon, auf was ich hinaus will. Es muss alles jetzt definitiv einmal größer werden. Deswegen werde ich jetzt hier und heute einen größeren Hühnerstall und einen Stall für die Ziegen und einen Stall für die Weine bauen. Denn so kann es absolut nicht weitergehen, Leute. Die haben hier alle sonst keinen Platz mehr und die stehen sich alle nur selbst in die Füße. Hier passt keiner rein. Ich glaube, ihr versteht das Problem. Deswegen werden wir erst einmal heute... Also jetzt direkt werde ich erstmal hier hinten dran einen neuen Hühnerstall stellen. Dann werden wir an die Stelle hier, wo jetzt aktuell der Hühnerstall steht, werden wir ein Ziegengehege hinbauen. Und hier bauen wir einen großen Schweinestall hin. Erstmal zum Freigang, damit die, ja, und die Scheune bleibt auf jeden Fall erstmal für unsere Kühe. So ist auf jeden Fall mein Gedanke. Deswegen werden wir jetzt erstmal den neuen Hühnerstall platzieren. Moment, ich muss mal ganz kurz was gucken. Gibt es hier auch irgendwie was anderes? Ne, da gibt es nur noch diese Box. Okay, so. Also, und ich habe mir gedacht, ich bin mir noch am überlegen, ob ich den großen nehme oder ob ich gleich den ganz großen nehme. Mit 100 Holzplanken. Ja, so viel habe ich auf jeden Fall. Definitiv. Aber ich will ja auch noch das Gehege bauen und ich glaube, mit 20 sind wir da doch schon sehr, sehr gut bedient. Deswegen werden wir den einmal, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wie rum am besten. Können da noch raus und so. Ja, wir werden den jetzt einmal hier so schön so ein bisschen an die Ecke, ja so. Ich würde sagen, so
werden wir den jetzt hier einmal platzieren. So, dann haben die hier nämlich ein großes, ein schönes Häuschen. Da brauchen wir jetzt ein bisschen Metall und ein paar Holzplanken. Das ist absolut überhaupt gar kein Thema, Leute. Holzplanken haben wir auf jeden Fall genug. Also Bretter, da brauchen wir uns gar keine Gedanken machen. Des Weiteren habe ich ja hier schon Metall besorgt. Dann nehmen wir doch hier einfach das hier gleich. Das passt relativ gut. Da bleibt dann noch eins übrig. Muss ich ja mal gucken, was ich das eine einzelne dann noch nehme. Vielleicht noch für eine Lampe dran zu bauen. Ich lege das mal hier an die Seite. Dann fahren wir mal das gute Gefährt hier ein bisschen rüber, damit das hier ein bisschen besser passt. Damit ich nicht so weit laufen muss. So, und dann hier einmal die Holzplanken rein. Zack, zack. Und immer so weiter. Bupp und bupp. So, wunderbar, Leute. Dann haben wir das schon mal erledigt. Können wir das mal ganz kurz hier wieder draufschmeißen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Das sieht ja auch eigentlich sehr interessant aus. Den können wir hier auch aufmachen. Das heißt, wir können dann dort auch noch ein... Ja, da können wir auch noch so ein Gehege drum bauen. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, doch, das gefällt mir. Schublade. Ach, da kommen dann die Eier raus. Okay, das ist natürlich sehr geil. Ist in der Tat, Leute, richtig, richtig nice. Okay, das ist schon mal gut. Das heißt, ich schmeiße jetzt erstmal die Hühner da alle rein. Und dann nehme ich mal das... Komm mal mit hier, Fräulein. Kannst jetzt schon mal hier rein. In dein neues Zuhause. Du damit. So, dann können wir... Ja, das klingt doch super. Das machen wir so jetzt erstmal. Erstmal die Hühner alle ihren neuen Ort. Oder Druck etc. pp. Kommt dann noch. Alles zu seiner Zeit, Freunde. Kein Stress, gell? Kein Stress, ihr Damen. Haben wir mal auf der anderen Seite auf. So. Jetzt wird's ein bisschen tricky. Auf jeden Fall müssen die jetzt erstmal alle da rein. So, die Hühner sind auf jeden Fall schon mal alle an Ort und Stelle. Zwei Küken haben wir. Ein weißes und ein gelbes. Das ist auf jeden Fall irgendwie ziemlich interessant. Ich finde das schon irgendwie saugeil. Ja, gefällt mir, Leute. Gefällt mir richtig gut. So, jetzt können wir hier mal ganz kurz aufmachen. Mal gucken, wie es hier... Ach, eigentlich ist es wurscht, ne? Was halt schade ist, dass wir diese Futterkrippe und die... Also die Wasser... Den Wasserdruck und die Futterkrippe jetzt einfach nicht so umplatzieren können. Ne? Das ist natürlich ein bisschen schade. Ich würde auch gar nicht den ganzen Zaun abreißen, sondern nur einen Teil. Denn ich will ja hier das Ziegengehege auch hinmachen. Damit das so ein bisschen passt. Eigentlich können wir das hier soweit stehen lassen. Ja doch, das würde ich soweit stehen lassen. Ich würde das einfach nur nach hinten noch ein bisschen vergrößern. Ja doch, ich glaube, so mache ich das. Ja, das so mache ich das, Leute. Das heißt, wir können das hier einmal wegmachen. Das hier einmal wegmachen. Dann brauchen wir das hier leider auch nicht mehr, was sehr, sehr schade ist. Also schade im Sinne von, dass wir halt einfach dadurch jetzt die Holzplanken verlieren. Das ist halt ein bisschen doof, ne? Aber gut, können wir jetzt erstmal nicht ändern. So. Und hier diese ganzen Wasserteile, die brauchen wir ja irgendwie auch nicht mehr, ne? Das ist auch irgendwie blöd. Vor allen Dingen, das hat ja alles mal ganz schön Geld gekostet. Naja, ist wie es ist, ne? Ist wie es ist. Können wir auf jeden Fall mal hier auf die Seite stellen. Ah, den Eierkorb, den brauchen wir ja hier definitiv. Ja, okay. War so. Funktioniert anscheinend auch. Okay. So, die Frage ist ja, oder die ich mir gerade stelle... Diese Futterdroge, weil hier steht ja eigentlich bei dem Futterdrog, Moment, ich glaube hier war es, ist der Wasserdrog und dieser kleine Drog, der für die Hühnerstelle geeignet ist. Aber heißt es jetzt dann, dass es dann nur dafür geeignet ist oder ob ich die dann auch dran auch für die Ziegen nehmen kann? Naja, wie dem auch sei. Wir müssen auf jeden Fall neue machen, zumindest für die Damen. Und die Herren hier. Jetzt überlege ich gerade, wie rum mache ich es? Mache ich es nach da auf? Von hinten lassen wir es zu. Weil dann würde ich... Ja, dann machen wir das so. Machen wir einmal hier das hin. Und den Wasserdruck auf die andere Seite. Oh, jetzt habe ich natürlich... Das war jetzt... Moment, Leute. Moment. Wir müssen gucken, ob wir noch hier in der Range sind. Das wäre sonst nämlich relativ blöd. Ja, gerade noch so. Gerade noch so, Leute. Also passt sehr gut. Sehr, sehr gut. Da müssen wir auch später gucken, dass wenn wir hier das Schweinegehege hinmachen, dass wir die Futtersachen auch hier relativ vorne hinmachen. Okay, passt. Passt. Sehr gut. Alrighty. Dann würde ich sagen, Leute, ich baue das mal hier alles fertig. Und dann könnt ihr euch mal gleich angucken, wie das Ganze hier so fertig aussieht.
So Leute, Tag 34 und ihr habt gesehen, man sollte definitiv kein trächtiges Schwein mit dem Fahrzeug transportieren, denn das geht definitiv nicht gut aus. Ja, also, ich habe jetzt hier auf jeden Fall das Schweinegehege angelegt und habe auch schon ein paar Schweine rüber transportiert. Das gestaltet sich tatsächlich schwieriger als gedacht und es sind einfach viel zu viele Schweine. Das ist echt brutal. Aber ich will sie da rausschaffen. Ich halte das dennoch für die bessere Variante. Unseren Hühnern geht es auf jeden Fall soweit gut. Die legen Eier. Hier ist immer mal wieder was drinne. Das ist auch ganz schön. Des Weiteren sind hier unsere Ziegen schon drinne. Und Leute, und jetzt ganz kurz, weil das haben wir selten. Wenn man schon da so steht, dann nehmen wir das natürlich mal direkt mit, ne? Oh, jetzt sind auch alle Tiere sind auf jeden Fall jetzt mal wach. Das läuft. hier ist noch einer. Ah, vergessen nachzuladen. Ah, naja, nicht so schlimm. Egal. Fakt ist auf jeden Fall, Leute, das sind so viele Schweine. Achso, was ich zeigen wollte, genau. Wir haben ein Ziegenbaby. Wuhu! Ja. Wir haben ein Ziegenbaby. Also, auch da entwickelt sich alles weiter. Ich habe tatsächlich noch keine Ziegenmilch genommen. Ich muss hier noch so ein... sagt's schon. Ja, genau. Eine Milchmaschine muss ich noch holen für auf die Seite. Des Weiteren, Leute, ich kann es euch nur sagen, ne? Es ist echt krass. Guckt euch mal an. Hier liegen überall Schweine. Da drinnen liegen dicke Schweine und da drinnen ist schon wieder ein Kuhbaby und ey, das ist ja crazy. Das entwickelt sich alles viel zu schnell. Also definitiv muss leider jetzt mal das ein oder andere Schwein dran glauben. Ich kann es nicht ändern, aber es ist einfach so immens geworden mittlerweile. Das ist schon erschreckend, ja. Also guckt einfach mal hier rein. Hier ist alles voller Schweine. Hier ist einfach alles voller Schweine, Leute. Das ist doch verrückt. Das ist absolut verrückt. Hannelore hat auch schon ein Kind gekriegt. Und ach du lieber Gott. Und überall Schweine. Und habe ich eigentlich schon erwähnt, dass wir ganz viele Schweine haben? Ey, lecco mio. Das ist ja absolut unglaublich. Also, sorry, aber ich werde jetzt wirklich mal das ein oder andere Schwein jetzt tatsächlich leider mal... Hallo, bitte. Die sterben nicht. Das ist irgendwie, hallo? Geht nicht, Leute. Oder geht das nicht bei trächtigen Schweinen? Kann doch nicht sein, oder? Das ist doch hier ein Komplott. Komm jetzt her. Geht nicht. Das Schwein ist ziemlich robust. Also kann man sagen, was man will. Das Schwein, das ist robust. Wahrscheinlich, weil es trächtig ist. I don't know. Ich weiß es nicht. Dann du. Das funktioniert nicht. Ich glaube, die Maschine ist kaputt, Leute. Ich glaube, die ist zerstört. Die ist kaputt. Funktioniert nicht mehr. Auf jeden Fall, ach, wir haben auch noch eine männliche Kuh. Oh Gott, das wird ja alles viel zu viel, Leute. Das wird alles viel zu viel. Ich muss hier jetzt mal wirklich... Ah, okay, gut, das hat funktioniert. Ich will gar nicht draufdrücken, dass das hier wieder eine Schweineaktion ausgeht, aber ich werde jetzt mal gucken, dass ich hier alle männlichen Schweine mal erstmal erlege, damit wir hier mal ein bisschen Freiraum haben, weil das ist ja wirklich sonst nix. Katastrophe, Leute. Katastrophe. By the way, es ist auch alles voll mit unserer Ernte. Also auch da, es ist Wahnsinn. Ach du lieber Gott. Und wieder alles voller Schwein. Voller Schwein, ja. Alles voller Schweinefleisch. Das muss alles auf jeden Fall verwertet werden. Auch da heißt es dann jetzt Würstchen machen, Schweine machen, also Salami. Ja, das wird auf jeden Fall jetzt eine sportliche Herausforderung, kann ich jetzt schon sagen, an dem Tag 34. Also ich muss auf jeden Fall noch ein bisschen shoppen gehen. Ich brauche jede Menge Kühlboxen. Ich glaube, ich hole mal lieber einen elektrischen und noch eine elektrische Wurstspritze. Und ja, am besten hole ich alles elektrisch. Mal gucken auf jeden Fall, was unser Öl alles so spricht. Ob wir dann dementsprechend davon was nutzen können. Denn das ist ja hier aktuell wirklich, das nimmt ja Ausmaße an, die sind einfach nicht handelbar. Und ich dachte noch am Anfang, komm, ja, holst du noch ein Schwein und holst du noch eine Kuh und ja, das war absolut eine Katastrophe.
Oh, Freunde, es ist jetzt angerichtet. Also, ich habe jetzt mal noch drei Schweine geschlachtet und Haribert. Ja, Harry, der gute alte Haribert. Aber ja, jetzt heißt es Würstchen machen, ne? Also, erstmal machen wir hier. Achso, wir müssen einschalten. Ach, das läuft ja jetzt wie geschnitten Brot, Leute. Aber wirklich schneller ist es jetzt auch nicht, gell? Naja. Okay, ich will mal das mit dem Rindfleisch ausprobieren. Hey. Ich dachte, das muss hier rein. Oder muss das vielleicht. Moment. Muss bestimmt erst einmal geschreddert werden. Und dann muss das vielleicht da rein, oder wie? Nee. Oh, wie läuft das denn jetzt hier? Wieso funktioniert denn hier das gute Stück nicht? Oder muss da vielleicht auch ein Topf drunter? Nö. Da kommt kein Topf drunter. Okay, wie funktioniert das jetzt mit den Würstchen? Wie funktioniert das jetzt mit den Würstchen? Das ist jetzt ja lustig. Katastrophe. Ich muss mal ganz kurz lesen, Leute. Okay, Leute. I got it. I got it. Okay, es ist ja gar nicht so schwer. Das müsste ja dann eigentlich auch mit Schweinefleisch probieren, funktionieren, oder? Ich muss das jetzt mal ganz kurz ausprobieren. Bevor ich das nämlich gerade habe. Mit Rind habe ich es gerade probiert, das lief. So, ich muss jetzt den Topf nehmen und dann das da reinmachen und dann einschalten. Und dann kommt ein Würstchen bei raus. Mann. Oh. Ja, jetzt könnte ich sagen. Warum hat das denn keiner hier gesagt, ne? Warum sagt das denn keiner? Aber gut, jetzt haben wir hier Rind. Einmal also Schweinewürstchen und Rindfleischwürstchen. Können wir die auch hier irgendwo aufhängen? Oh, Leute. Ihr werdet jetzt. Oh, jetzt überlegt mal, wenn wir hier reinkommen würden, wie das duftet. Oh, das wäre ja genial. Das wäre ja insane, Leute. Absolut insane. Okay, sau nice. Okay, jetzt muss ich hier natürlich. Also jetzt haben wir hier einmal Frikadellen und einmal Würstchen. Krank, Leute. Das ist wirklich krass. Okay. Also ich bräuchte tatsächlich noch mehr von diesem ganzen Zeug. Nein, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ja, da muss man echt tatsächlich aufpassen, dass man das hier richtig macht. Denn sonst hast du nachher hier Katastrophe, ne? Ich bin mal tatsächlich gespannt, ne, was das nachher abwirft hier, so ein leckeres Würstchen. Boah, das wird auf jeden Fall saugeil, Leute. Das wird sau, sau geil. So, dann wieder Wurst da rein und einschalten. Könnten auch direkt anbleiben, ne, dass das hier immer ausgeht. Okay, machen wir erstmal. Ich mache jetzt erstmal. Leute, ich hänge das hier jetzt einmal komplett alles voll. Mit hier richtig schön Fleischchen, ne? So, mache ich mal. Abfahrt. So, Leute, Tag 35 und hey, lieber Gott, diese Wurstproduktion und generell, das ist ja echt crazy. Wirklich absolut crazy. Ich habe jetzt hier noch 13 fertige Schweinswürste, die noch roh sind und hier sind noch 9 Rindswürstchen. Das ist ein fertiges Rindswürstchen. Ah, Moment, ich platziere das mal, dass man das auch ganz gut sieht. Hier im Licht. Das ist auf jeden Fall ein fertiges. Fertiges, fertiges Rindswürstchen. Jetzt sind hier noch 24 und hier auch noch 24 mal Fleisch und in der Scheune liegt auch noch Fleisch. Also, das wird hier auf jeden Fall ein größeres Projekt, was das Fleisch angeht. Zwischendrin habe ich aus Versehen mal hier und da mal einen Fehler gemacht, deswegen liegen hier jetzt noch 4 Schweine und eine Rinderfrikadelle. Des Weiteren sind hier noch jede Menge Fleisch. Schweinewürstchen sind auf jeden Fall schon fertig. Hier hängen die Rindswürstchen und das hier, das ist ein besonderes Würstchen, Leute. Denn da habe ich mal was ausprobiert, um zu gucken, wie das läuft. Das ist ein Würstchen mit Ei und Milch. Ich bin super gespannt, was das nachher bringt oder ja. Des Weiteren haben wir hier noch Käse, der fertig ist. Also ich glaube, geldtechnisch hoffe ich doch, dass wir damit gut Kohle machen werden. Aber ich brauche auf jeden Fall noch ein paar Kühlboxen, um das Ganze auch dementsprechend transportieren zu können. Denn das wird sonst schwierig, Leute. Hier sind ja, wie gesagt, die ganzen Würstchen drin. Aber ja, das wird hier echt eine Wucht, Leute. Und ich kann's. Ich muss. Ah, genau. Ich muss mal ganz kurz hier sicherheitshalber mal wieder auffüllen, dass da ja überall Wasser ist. Wie sieht's denn eigentlich vom Futter aus? Oh, da ist auch noch alles Tutti. Das läuft. Oh, da ist noch eine neue Ziege. Oh, also noch eine Ziege. Es gab
Ich hab's gesehen. Wieder neue Ferkelbabys. Leute, guckt euch, das ist einfach alles viel zu voll. Die sind so fett und so viele, die kommen hier gar nicht mehr durch die Tür rein und raus. Also, von wem auch immer, dass da draußen eine tolle Idee war, zu sagen, ja, Jimmy, hol dir doch ein Männchen und ein Weibchen. Dann können die Babys machen, dann können die sich vermehren und so weiter und so fort. Danke. Vielen, vielen Dank. Super. Vielen, vielen Dank. Guckt euch das mal an hier. Das ist eine Katastrophe. Hier liegt überall noch Fleisch rum. Ich weiß gar nicht, wohin damit. Es sind überall Schweine, Schweine, Schweine. Ich sehe nur noch Schweine. Oh Mann, ey. Furchtbare Katastrophe, Leute. Ich will jetzt nicht sagen, ich bin überfordert, aber das ist schon sehr überfordert. Ja. Ich will gar nicht hier reingucken, aber doch, hier ist eigentlich alles ganz gut. Vielleicht sollte ich einfach Männchen und Weibchen nachher trennen, damit hier kein Problem mehr stattfindet. Ja, super. Ganz toll. Du bist ja auch schon pregnant. Und ich muss dich leider töten. Es tut mir leider leid. Einfach aus dem Grund, weil mir die ganze Zeit diese Anzeige da oben rumgeschwirrt ist und ich nicht mehr wusste, wie es eigentlich dem Rest geht. Naja, wie auch immer, Leute. Also, ja, wir haben wieder ein Schwein. Ich musste es tun. Und es ist wieder ein Haufen Schweinefleisch. Ja, ich brauche auf jeden Fall mehr Boxen und ich brauche vor allen Dingen mehr Zeit und wahrscheinlich noch 5 Wurstspritzen und noch 5 elektrische Fleischwolfe und ja. Also wir bräuchten von allem auf jeden Fall deutlich viel, viel mehr, damit das hier noch größere, schnellere und bessere Ausmaße annimmt. Also ja, Katastrophe. Ich werde jetzt, glaube ich, mal hier alles an Wurst einfach in eine Box packen. Ist hier noch drinnen noch eine und werde mal hier die ganzen Würstchen abhängen. Kann ich die, die muss ich einzeln abhängen. Aber dann kann ich die zumindest schon mal hier rausmachen und kann die nächsten schon wieder aufhängen, damit das dementsprechend hier weitergeht, ne? Schweinewurst, Salami. Schweinewurst, Salami. So, ist die da hinten schon fertig? Nee, aber gleich. Da bin ich mal gespannt, wie die denn jetzt nachher letztendlich heißt. Wenn die eine Schweinewurst Salami heißt, dann muss die ja auch irgendwie einen Namen haben, ne? Dann muss die ja auch dementsprechend einen Namen haben. So, ich hänge das jetzt einfach hier wirrlos auf. Egal, ob das nachher alles sortiert ist oder nicht. Vielleicht müsste ich auch mal da noch, was heißt vielleicht? Das wäre aber dementsprechend eigentlich gar nicht so verkehrt, ne? Wenn ich noch ein paar Regale aufhänge, um hier weiter Wurst machen zu können. So, wie heißt die Wurst? Ich will's wissen. Wo ist hier noch Platz? Schweinewurst Salami hineinlegen. Achso, die heißt jetzt dann einfach Schweinewurst Ei Milch. Ach, es war gar kein Rind. Ich habe gedacht, ich hätte eine Rindswurst genommen. Okay. Ich habe gedacht, es war eine Rindswurst. Okay, hier ist noch eine Rinderwurst Salami. Okay, alles Salami. Alles Salami, Leute. Okay, da ist auf jeden Fall, jedes braucht noch ein paar Sekunden, damit das da weitergeht. Können wir hier hinten schon mal wieder eins aufhängen? Leute, das ist ja wirklich krass. Also, ich hoffe wirklich, dass sich das nachher auch letztendlich lohnt, weil das wäre sonst echt eine Katastrophe, ne? Muss ich ganz ehrlich tatsächlich sagen. Das wäre irgendwie auch vor allen Dingen ziemlich schade, muss ich ganz ehrlich sagen. So, jetzt machen wir hier mal. Wir können hier direkt Milch reingeben und können die dann hier reinpacken. So, können hier wieder anmachen, können hier einschalten. Jetzt kommt hier eine Schweinewurst mit Milch raus. Inwiefern die jetzt besser ist, sehen wir später. Bin auf jeden Fall gespannt. Das ist jetzt eine Schweinewurst Milch Pro. Also eine Milchwurst, wenn man es eigentlich... Nein, wenn man es so will, ne? Also Quatsch, schon wieder ein bisschen Blödsinn. Aber ich glaube, das muss manchmal sein. So, by the way, ich habe auf jeden Fall mal die Gartenarbeit, also unser Gewächshaus, das musste ich jetzt leider mal auf Eis legen, denn... Sonst komme ich hier gar nicht mehr auf den grünen Zweig. Das gibt sonst keiner mehr. Freunde, Tag 36. Ja, ich habe die ganze Nacht damit verbracht, Würstchen zu machen und so weiter und so fort. Im Haus ist alles voll mit Würstchen. Nicht nur Würstchen, ich habe auch noch 2 weitere Schränke gebaut, in der auch noch Würstchen hergestellt werden. Es sind mittlerweile dann die Nacht, weil ich dachte, komm, ich gehe mal das restliche Fleisch noch holen, was da liegt. Sind dann tatsächlich noch 2 Schweine gestorben. Ja, liegt jetzt auch noch Fleisch. Da auf dem, in dem Gehege liegt auch noch Fleisch. Und da hinten sind schon wieder neue Ferkel. Ich krieg was an mich, Leute. Ich krieg was an mich. Katastrophe. Die vermehren sich wie die Kanickel. Das ist ja echt unerhört.
Ja, ich habe mir jetzt aber gesagt, wir brauchen Kohle, wir brauchen Kühlboxen, wir brauchen weniger Schweine. Deswegen, ja, fahren wir mal verkaufen. Ich habe, wie gesagt, die beiden Kühlboxen sind voll, das heißt 48 mal Würstchen, beziehungsweise da sind ja auch noch die ein oder andere Frikadelle am Start. Wie sieht es denn hier eigentlich aus? Da können wir eigentlich mal noch hier eine Runde Öl mitnehmen. Können wir gleich auch noch verkaufen. Denn uns geht es hier gerade aktuell nicht so gut, Leute. Ja, nicht so gut. Deswegen, das müssen wir alles mal mitnehmen. Wir müssen mal hier wieder in Plus kommen. Ja, es ist auf jeden Fall, Leute, es ist abenteuerreich. Es ist wirklich verrückt. Vor allen Dingen, wie die sich vermehren. Das ist ja wirklich absolut krank. Ich weiß gar nicht, was da mit denen los ist. Das ist ja wirklich. Und dieser Hänger hier, der geht mir richtig auf den Keks. Und dieses ganze Auto und diese Fahrphysik, Leute. Es ist wirklich. Also, das ist tatsächlich bodenlos. Das muss auf jeden Fall auch gefixt werden hier. Da sollte ich vielleicht mal eine Nachricht schreiben an die Entwickler. Ich bin ja bei denen sowieso auf dem Discord. Vielleicht schreibe ich denen mal eine kurze Message, dass da mal irgendwie was an der Fahrphysik schnellstens gefixt wird. Denn so geht es ja nicht weiter, Leute. So geht es ja nicht weiter. Wie sieht es hier aus? Sprit ist noch relativ in Ordnung. Wir machen hier mal voll. Ach Leute, das wird hier randvoll. Wunderbar, dann nehmen wir den auch mit. Und dann sind immer noch 5 Liter übrig. Wunderbar, Leute, wunderbar. Da haben wir wieder 150 Liter am Start. Das heißt, allein das sind schon wieder mal 1500 Dollar. Das läuft, Leute, das läuft. So, jetzt einmal schnell runter. Verkauf. Aber das machen wir beim Burgerladen. Denn vielleicht kriegen wir ja mal wieder ein bisschen was on top. Ne? Vor allen Dingen jetzt mit unserer Wurst. Muss doch jetzt irgendwie was Gutes bei rausspringen hier. So, ich habe den ganzen Kladderadatsch mal hier geparkt. Ich hoffe, dass das hier alles soweit im Trigger drin ist. Mal gucken. Ja, toll. Heute ist nur Huhn, ne? Huhn, Milch und Hühnerfrikadelle. Aber egal, ist nur 1,3er Multiplikator. Whatever. We need some money. So, was gibt die Schweinewurst? 60 Dollar. Boah, und die große? Diese mit Ei, Milch und Salat, also mit Ei und Milch, gibt 106. Ist natürlich mega nice, Leute. So. Ah, okay. Und der normale Blauschimmelkäse gibt 165. Und wir haben ja letztes Mal 265, glaube ich, bekommen. Dadurch, dass wir diesen Multiplikator hatten. Auf jeden Fall richtig nice. Und Leute, ich sehe gerade rechts, wenn wir alles verkaufen, 6259 Dollar. Ich bin mir da jetzt tatsächlich nicht sicher. Doch, Leute, das ist ja krank. Leute, das ist ja krank. Alter Schwede. Ich verkaufe das aber mal einzeln. Denn ich habe immer Angst, dass uns da nachher irgendwas weggeht. Leute. Boom. Leute. Boom. Okay. Wurst ist mehr als rentabel, Leute. Sollte man sich merken. Also, auf jeden Fall danke für den Tipp. Auf der einen Seite, dass Wurst richtig viel Geld bringt. Auf der anderen Seite, um Gottes Willen, wie viel Schweine. Mega, aber saugeil, Leute. Das heißt, ich werde jetzt auf jeden Fall noch ein paar Kühlboxen holen. Das und wir holen uns ein größeres Auto. Ich habe unbedingt Bock auf diesen neuen, auf diesen größeren Pickup. Denn hier mit dem, ja, der ist jetzt ja auch schon ein paar Tage alt, ne? Ich glaube, den können wir mal mittlerweile verkaufen. Den brauchen wir nicht mehr. Beziehungsweise wir holen uns da mal was Gescheiteres, Größeres. By the way, ich möchte nur mal ganz kurz erwähnen, falls einer fragt, warum es keine Kühlboxen mehr gibt, ich hätte sie nicht genommen. Yo, Leute, das ist unser neuer Truck. Ich würde sagen, das ist ganz nice geworden. Ja, kann sich auf jeden Fall sehen lassen, würde ich meinen. Beim Anmachen klingt er auf jeden Fall auch sehr nice. Und lichttechnisch, ja, schade, dass dir das Licht auf dem Dach nicht so mitleuchtet, denn das wäre tatsächlich noch richtig nice gewesen. Und vorne die Lichter. Das hätte nochmal, ja, das hätte nochmal gut was on top gegeben, wenn die alle geleuchtet hätten. Naja, egal. Ich mache mich mal auf den Weg, Leute. Zurück zur Ranch und dann, ja, würde ich sagen, es wird Fleisch machen, Leute. Fleisch, beziehungsweise Würstchen.
So, Tag 37. Leute, ich habe jetzt mal so ein ganz klein bisschen Tabula Rasa gemacht. Zum einen sind hier jetzt soweit, zumindest was ich sehen konnte, alles nur Männchen. Hier sind erstmal nur Weibchen drinne, aber bei den ganz kleinen kann ich es tatsächlich noch nicht erkennen. Bei den Kühen mache ich mir da nicht so große Sorgen, denn da kommt halt immer nur ein Kalb und das ist vollkommen in Ordnung. Muss ich auch sagen, habe ich ja auch da schon unseren Haribert umgebracht, damit das ein bisschen eingegrenzt wird und eingedämmt wird. Ansonsten, ja, glaube ich, ist es so erstmal ganz gut. Wenn wir in Zukunft weiter Schweine benötigen, dann werde ich da einfach nochmal so ein kleines Mini-Gehege bauen oder vielleicht sage ich auch einfach hier, pass auf, ihr kommt hier in so eine Scheune rein und fertig aus und dann also in so ein kleines Gehege rein, was eigentlich wahrscheinlich auch total sinnvoll ist und ich einfach als Hohlroller bisher nicht so genutzt habe, wie ich das vielleicht oder wie man das vielleicht eigentlich nutzen sollte. So, jetzt würde ich aber doch mal gerne eine Sache noch ausprobieren, bevor ich mit der weiteren Fleischproduktion starte und ihr seht schon, hier sind nur noch zwei Boxen. Ja, Leute, es ist in der Tat immens. Es ist eine Katastrophe. Es ist wirklich absolut eine Katastrophe, Leute, denn es ist alles voll mit Fleisch. Es ist alles voll mit Fleisch, außer hier, da sind nur 8 Stücke drinne. Es ist crazy. Es ist absolut crazy, Leute. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es ist einfach nur absolut krank. Egal. Die Frage ist jetzt, ich würde ja jetzt gerne hier so ein Mild. By the way, hier ist schon fertige Wurst drinne, sowohl Schweinewurst-Salami als auch Schweine- und Rindswurst. Also da ist auf jeden Fall schon ein bisschen was am Start. Ich würde jetzt aber gerne mal noch ein wenig Ziegenmilch oder Ziegenkäse herstellen. Die Frage ist nur, ey, kannst du mal bitte, genau, kann ich das jetzt hier dran machen? Und kann das direkt hier. Nee, weil da nämlich noch normale Milch drin ist. Ja, gut, das habe ich mir tatsächlich gedacht. Kriege ich die jetzt irgendwie da raus? Nee, ne? Schade. Schade, schade, schade. Das heißt, ich muss noch eine Milchkanne besorgen. Aber okay, gut, das ist kein Problem. Das mache ich dann auf jeden Fall. Dann besorge ich einfach noch eine neue Milchmaschine hier. Und dann läuft das. So, dann auf einmal hier nochmal rein in den guten Laden. Und dann besorgen wir uns keine Tiere mehr, Leute. Keine Tiere mehr. Vielleicht noch den einen oder anderen. Ja, so ein Rindfleischbulle wäre vielleicht noch gar nicht so schlecht, ne? Damit wir da nochmal so ein bisschen extra Rindfleisch bekommen würden. Ich glaube, das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt, ne? Ich glaube, das könnten wir tatsächlich noch machen, ne? Ich glaube, das wäre gar nicht so schlecht. Hätte ich auch irgendwie. Ja, könnte man dann mal ausprobieren. Dann bräuchten wir halt auch jeweils einen Bulle und eine Kuh. Das ist auch nochmal ein bisschen expensive, ne? Jetzt holen wir erstmal noch so eine Melkmaschine. Und ey, ich wollte noch. Ah, hier ist eine Milchkanne. Da, ich habe sie gerade gesucht. Okay, das holen wir mal erstmal noch. Und dann geht's mal wieder. Oder eigentlich könnten wir eigentlich eine Rindfleischkuh und eine Rindfleischbulle gleich mitnehmen. Ich glaube, aufs Auto passt nur eins jeweils. Ja, nicht so schlimm. Nehmen wir doch so ein Rindfleischbullen mal mit. Gucken mal, ob der sich hier mit den restlichen gut verträgt, ne? Auf geht's. Wir checken das mal ab hier. Ja, guck mal, gemoin hier. Stattliches Tier. Komm rein hier. Auf den guten Transporter. Hallo, komm rauf. Ja, guckt euch mal an hier. Was ein stattliches Vieh. So, Leute, der neue Bulle ist auf jeden Fall schon mal in seinem Gehege und der macht schon, glaube ich, einen guten Eindruck hier. Also der ist auf jeden Fall schon ein stattlicher Kerl. Kann man auf jeden Fall mal an dieser Stelle sagen. Prachtexemplar. Gut, aber wir kümmern uns jetzt mal um Ziegenmilch. Dazu nehmen wir natürlich hier einmal das gute Gerät hier ran und dann hopfen wir mal ab hier, was hier so abgeht. Oh, nur 5. Natürlich nicht so viel. Gucken, wir haben ja hier noch ein paar mehr. Komm, geben Sie mir mal ein bisschen Milch, junge Dame. So, schön. Schön, schön. Nehmen wir gleich hier die nächsten noch mit. Du bist ein Kerl. Und du bist ein Kerl. Und du bist eine Dame. Und du bist pregnant. Ja, super. Ja, von euch können wir auf jeden Fall noch ein paar gebrauchen. Das ist kein Problem. Das ist gar kein Problem, ne?
So, wunderbar, Dankeschön. Vielen herzlichen Dank. Dann nehmen wir mal die Kanne hier mit. Mit 15 Liter Ziegenmilch. Und schauen mal, wie das Ganze denn sich hier jetzt verhält. Also da bin ich jetzt ja mal sehr gespannt. Denn das haben wir ja bisher noch nicht gemacht. Oh, hier ist noch einmal fertig. Sehe ich gerade. Das war blau. Nee, habe ich hier. Ah, das ist weiß. So, dann kommst du mal hier rein. So, wir brauchen jetzt auf jeden Fall einmal hier das gute Zeug. Zack. Dann hier einmal wieder rein. Und da rein. Und abbaut. Das ist auch krass. Okay, da gehen immer nur 4. Dann kommen nur 4 Liter rein. Von der guten Ziegenmilch. Zum Ziegenkäse. So, dann können wir hier mal den Schlembembel da wieder drauflegen. So, jetzt haben wir hier Ziegen. Den machen wir mal da hinten hin. Damit wir das mal so ein bisschen trennen. Dass ich da nachher irgendwie durcheinander komme, ne? Das wäre natürlich nichts. Ah, das reicht natürlich nicht mehr. War ja logisch. Was auch sonst, ne? So, dann legen wir den mal wieder dahin. Den können wir mal hier vorne hinstellen. So. Warten wir mal noch mal ganz kurz, bis das fertig ist, Leute. Und dann, ja, dann reift der gute Ziegen. Oh, der dauert anscheinend aber auch sehr lange. Aber egal. Wir haben ja Zeit. Wir haben ja Zeit. So. Ziegenkäse. Wunderbar, Leute. Super. Prima. So, jetzt kann der Ziegenkäse einmal heranreifen und ich werde mich jetzt mal an das Fleisch machen. Das wird auf jeden Fall eine längere Geschichte, Freunde. Freunde, Tag 38 und es ist tatsächlich ein bisschen an der Zeit, mal noch ein bisschen hier von dem guten Ziegenkäse herzustellen. Die Fleischproduktion läuft und rennt, Leute, das kann ich euch auf jeden Fall sagen. Es ist echt krass anstrengend, aber ich glaube, am Ende des Tages wird es sich deutlich lohnen. Ja, da bin ich ganz fest von überzeugt, dass das wird. Fahr mit hier, junge Dame. Wir brauchen noch ein bisschen was von deiner Milch. Ich zeige euch mal gleich, wie weit es da aktuell schon fortgeschritten ist. Auf jeden Fall läuft's. Ich war auf jeden Fall die ganze Nacht wach und habe die ganze Nacht hier ordentlichst weitergemacht. Und ja, das ist auf jeden Fall schon mal definitiv zu sehen. Aber ich bringe mal ganz kurz hier die Ziegenmilch zurück. Dann können wir ja nämlich schon mal direkt ein bisschen weiter kochen. Und ja, ihr seht schon, hier hängt auf jeden Fall jede Menge Wurst. Hier ist schon jede Menge fertige Wurst drin. Hier sind schon 24 Würstchen drin. Hier sind 24 Würstchen drin. Und hier sind schon 16 fertige Würstchen drin. Des Weiteren, hier ist gerade aktuell noch, ist sogar schon fertig. Und hier ist auch schon fertig, wunderbar. Des Weiteren, die 5 Boxen, die sind noch fertigzustellen. Hier ist schon fertige rohe Wurst drin und hier in den beiden auch. Nur hier ist aktuell ein leerer. So, aber das ist, ja, so ist auf jeden Fall der aktuelle Stand. Und ja, wie ihr seht, ich bin auf jeden Fall definitiv nicht untätig. Absolut nicht, im Gegenteil. Ich versuche hier, das alles noch in den letzten 2 Tagen durchzuhauen, damit wir am Ende auch ein super tolles Ergebnis haben. Und damit wir definitiv in die nächsten Tage starten können mit erstens ordentlich Budget und zweitens mit einer guten Zukunftsvision und einer guten Zukunftsoption. Genauso sieht's aus, Leute. Ich werde hier alles geben, damit wir hier am Ende richtig gut vorwärts kommen. Unser Käse aktuell auch gut am Start, fast schon fertig.
Da bin ich auf jeden Fall auch sehr gespannt. Und ja, an Tag 40, Leute, werden wir auf jeden Fall alles, was wir haben und was wir können, verkaufen werden. Und ja, da bin ich auf jeden Fall sau drauf gespannt, wie viel das nachher letztendlich sein wird und ja, wie viel wir an Geld nachher haben werden. Das ich kann mir das noch gar nicht wirklich vorstellen, ne? Also ich habe da null Bezug aktuell, wie viel das sein wird. Ich bin auf jeden Fall ultra gespannt. Tag 39, Leute. Showtime oder eher gesagt, der Showdown steht bevor. Wir haben jetzt noch ungefähr, ja, ich würde sagen, ja, so roundabout 34, 38 Stunden. Und dann muss die Sache hier geritzt sein, Leute. Ja, die Wurstproduktion, also es ist kein Fleisch mehr übrig. Ich habe alles zu Wurst verarbeitet. Ja, es ist jetzt alles roh. Das hier ist noch eine leere Kiste. Die werde ich bestimmt auch gleich brauchen. Ja, Käse ist auch in Produktion. Also es läuft alles. Es ist alles unterwegs. Ich hoffe oder ich versuche, so viel wie möglich noch fertig zu bekommen, damit wir hier zum Ende hin der 40 Tage hier was Großartiges erleben werden. Ja, es ist auf jeden Fall, es ist immens und ich war die letzten Tage nur damit beschäftigt, oder die letzten Stunden eher gesagt, nur damit beschäftigt, hier Wurst zu machen, Wurst zu machen, Wurst zu machen, aufzuhängen, abzuhängen. Leute, es ist wirklich diese Wurstgeschichte hier, das ist echt crazy. Ich habe noch nicht mal mehr nach der einen Weide geguckt, ob da bei den Schweinen alles in Ordnung ist oder ob da zufälligerweise sich doch wieder ein weibliches Schwein untergetan hat. Ich hoffe es natürlich nicht, denn sonst wird es hier irgendwann echt kritisch. Aber ich bin doch guter Hoffnung, dass das alles soweit mittlerweile passt. Und ja, das ist unser Käse hier. Hier ist ja noch unser weiterer Blauschimmelkäse, der hier heranreift. Hier war unser Weißschimmelkäse. Hier ist unser Ziegenkäse, einmal mit Schimmel, hier ist einmal ohne, hier ist auch nochmal ohne. Boah, Leute, it is crazy. It is wirklich crazy. Und aber ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was wir da nachher am Ende, oder was nachher unser Konto spricht, ja. Denn das ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Und ja, es wird doch hoffentlich erfolgreich sein. So, jetzt erst nochmal die Kiste hier dazu und dann hänge ich mal noch die nächste Ladung hier einmal auf und dann gehen wir mal draußen gucken, wie es denn da eigentlich aussieht oder ob es draußen irgendwie doch noch irgendwie da ein böses Erwachen gab. Das ist nämlich jetzt nachher noch die Frage. Ich will auch noch die einzelnen Lichter fertigstellen, damit das alles soweit ready ist, damit man auch dementsprechend hier gut auf die Ranch kommt und man auch dann dementsprechend auch alles gut sehen kann, alles schön beleuchtet ist, ne, damit das auch optisch richtig gut wirkt. Das soll ja dann dementsprechend auch so sein. Und da muss ich auf jeden Fall nochmal die ein oder andere Holzplanke gleich kaufen gehen. Das werde ich auf jeden Fall noch unternehmen. Dann gucke ich mal noch, wie es mit unserem Öl aussieht. Da war ich auch gar nicht mehr am Start gewesen. Ist da überhaupt noch Sprit drinne, weil ich einfach jetzt wirklich nur noch damit beschäftigt war, hier diese Würstchen zu herzustellen, Leute. Das ist ja, also ich hätte mich dieser Aufgabe vielleicht anders annehmen sollen, ja. Also das war jetzt natürlich dann doch schon eine etwas krasse Geschichte mit diesen ganzen Würstchen. Aber gut, so war es jetzt halt letztendlich, ne?
So, jetzt, ich wollte eigentlich noch ein bisschen Milch machen gehen von den Kühen, aber gucken wir erstmal hier. Oh Leute, und ihr seht es schon. Oh, ich glaube, da hinten ist noch ein totes Schwein tatsächlich. Aber guckt euch mal an. Also, das wird krank, wenn die nachher alle. Boah, nee, es lebt noch. Okay. Wenn die nachher noch geschlachtet werden, mein lieber Oschi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, dann 8, 9 Stück. Boah, Leute, das ist nochmal. Boah, das ist wild. Das ist richtig, richtig wild. Ich habe auch gar nicht mal nach den Hühnern geguckt. Wie ist denn da? Ach, jede Menge Eier anscheinend. Wie sieht es denn eigentlich in den Fächern aus? Och, je, je. Komm mal schnell wieder zu hier. Oh, da geht es tatsächlich. Da ist es gar nicht so schlimm. Wie sieht es denn hier eigentlich hier hinten aus? Oh, ein totes Huhn. Auch nicht schlecht. Einmal ein Stück Hühnerfleisch. Gucken, was wir damit eigentlich anstellen können. Ich habe gar keine Ahnung, ne? Ich habe noch nie was mit Huhn gemacht. Wie sieht es hier aus? Auch noch ein paar Eier drinne. Ach du lieber Gott, Leute. So viele Eier. So viele Eier. So viel Platz habe ich gar nicht in den Eierkörbchen, ne? Leute, das ist wirklich absolut krank. Also ansonsten sind hier aber alle hellauf. Es passt. Wasser ist da. Futter, jo, sowieso. Und jede Menge utopisch viele Eier. Okay. Jetzt haben wir hier noch ein Hühnchen. Die Frage ist, können wir das auch irgendwie. Da können wir doch auch eine Frikadelle draus machen oder so irgendwas, ne? Da war doch was. Können wir daraus eigentlich ein Würstchen machen? Weiß es gar nicht. Wir legen das mal hier rein. Jetzt gibt es hier vielleicht noch ein leckeres Hühnerwürstchen. Geht das? Ah ja. Easy. Dann machen wir noch ein Hühnerwürstchen, Leute. Ein Hühnerwürstchen. Ich bin gespannt, Leute. Ich bin gespannt. Jetzt gab es auch noch zum Ende hin ein Highlight. Ah, hier habe ich auch noch eine Frikadelle, die muss ich da noch machen. So, dann gucken wir noch mal ganz fix hier bei unseren Kühen. Elsa ist auf jeden Fall, der geht's gut. Ja, die ist voll am Start. Oh, hier ist noch ein männliches. Das muss hier mal auf jeden Fall raus, mein Freund. Okay. Ah, unser Bulle, unser stattlicher Bulle, der ist auf jeden Fall, ah, dem geht's gut. Ich werde auf jeden Fall wieder die ganze Nacht wach bleiben und werde hier weiterhin Würstchen herstellen, Leute. Damit das hier läuft, ne? Und dann sollte das doch passen. Das packen wir da noch rein und dann, ja, easy going, Leute. Easy going. So, noch einmal eine Runde. Leute, unsere Lager werden gleich so voll sein. Also, ich bin mir noch nicht sicher, ob das mit den Würstchen nachher alles klappt, ne? Weil, nee, das kann niemals klappen. Das ist noch so viel, Leute. Also, das wird, glaube ich, nichts. Probieren natürlich, was geht. Und ich glaube auch, das, was da alles drin ist, Leute, das ist schon so viel. Entschuldigung für die Aussage, aber das war ja asozial. Es ist ja asozial viel Geld gewesen. Und dann können wir noch eine Runde shoppen gehen. Für noch ein bisschen Holz und so. Und dann mache ich noch die Lampen fertig und alles, was sonst noch so getan werden muss. Und dann heißt es Tag 40, Leute. Letzter Tag. Tag 40. Leute, es ist der Wahnsinn. Also, ich habe schon mal ein bisschen was eingepackt. Also tatsächlich nur die ganzen Eier. Die habe ich schon mal hier hinten draufgeschmissen. Es sind, die Würstchen sind leider nicht alle fertig geworden. Das muss ich an dieser Stelle schon mal sagen. Es sind hier tatsächlich noch, ja, noch 27 Würstchen übrig. Die haben es leider nicht geschafft. Die werden es auch nicht mehr schaffen. Da bin ich mir relativ sicher. Ich bin mal gespannt, ob die hier es noch schaffen werden. Das sehen wir auf jeden Fall gleich. Ich werde jetzt erstmal hier noch den ganzen Käse einladen und die restlichen ganzen Kühlboxen mit unseren ganzen Würstchen und dann werden wir zum Händler fahren und das Ganze einmal verkaufen, Leute. Und ich bin so gehypt. Ich bin wirklich, ich bin absolut, ich bin noch total aufgeregt. Ich habe null Ahnung, was uns da erwarten wird, wie viel es letztendlich sein wird. Also, ich rechne ja mit allem, ne? Ich habe ja wirklich überhaupt gar keine Ahnung. Vor allen Dingen, wenn ich überlege, was wir hier alles an Käse auch haben, ja. Und hinzu kommen ja noch diese ganzen Würstchen. Leute, überlegt mal, das sind neun, naja, okay, es sind fast alle Boxen voll, bis auf die letzte hier oben. Aber das heißt, das sind hier einfach 8 Boxen mit jeweils 24 mal Würstchen drinne. Leute, das ist immens. Das ist krass. Das sind einfach
Leute, das sind einfach 192 Würstchen, die da drin sind. Ach, 192, sage ich. Doch, 192. Richtig. 192 Würstchen, die da aktuell drin sind. Natürlich auch die ein oder andere Frikadelle. Und auch natürlich unsere gute Hühnersalami, die sich leider aus dem toten Huhn ertragen hat. Aber okay, das ist passiert halt, ne? Also gerade wenn man hier so akribisch dann auf einmal auf der Wurstebene war, so wie ich das letztendlich dann nachher gewesen bin. Aber Leute, ich bin wirklich, also, puh, ich weiß, ich habe noch keine Ahnung, was das nachher wird. Aber ich werde jetzt alles mal hier noch fix schnell einladen, denn wir haben schon 4 Uhr und ich will das heute noch alles schaffen. Also, ja, vielleicht werden die Würstchen auch noch fertig. Das sieht sogar ganz gut aus. Also, dann werden das nochmal ein paar Würstchen mehr, Leute. So, Leute, der Karren ist voll. Leute, die Würstchen sind noch fertig geworden. Es ist spät, aber es ist heute der Tag der Tage. Heute ist die Abrechnung, Leute. Heute wird Cash gemacht. Aber ich denke, nicht zu wenig. Ich bin super gespannt. Leute, ich weiß nicht, ob ihr auch so aufgeregt seid wie ich und es noch gar nicht erwarten könnt, was da jetzt überhaupt bei rauskommt. Ich hoffe, jetzt bauen wir nicht noch hier einen Unfall. Oh Gott, hoffentlich bleibt der Käse drauf. Ja, Ladungssicherung wird hier definitiv ganz groß geschrieben. Wir fahren auf jeden Fall erstmal beim Burgerladen vorbei. Vielleicht können wir da ja noch ein bisschen extra Geld machen. Vielleicht, ja, mal gucken. Bin auf jeden Fall gespannt. Leider ist ja hier der Trigger nicht so groß. Okay, was gibt's? Hähnchenfleisch, Hühnerfrikadelle und Rinderwurst. Oh, Rinderwurst haben wir auf jeden Fall. Und wir haben auf jeden Fall eine Hähnchenfrikadelle. Leute, ich gehe mal ganz kurz hier dran. Man sieht, dass nichts drin ist. Also ist nichts im Trigger drin, was ordentlich ist. Das heißt, ich fahre mal kurz. Wisst ihr was? Wir machen das mal so. Ich fahre mal hier so und so. So, und jetzt machen wir erstmal die Wurst, Leute. Machen wir erstmal die Wurst. Ich guck mal, ob die drin ist. Ja, das sieht ganz gut aus, Leute. Leute, ich bin ein bisschen. Okay, gehen wir dran. Gucken wir, was es ist. Ach du Scheiße. Leute, ach du Scheiße. Seht ihr das oben rechts? 16.340 Dollar. Alter Vater. Leute, das gibt's doch gar nicht. Das ist ja brutal. Die Rinderwurst nochmal mit dem Doppel. Da kriegen wir 161,5 Dollar dafür. Also fast das Doppelte. Ey, Leute, die Hühnerwurst. Okay, ja, es war Hühnerwurst, war ja keine Hühnerfrikadelle. Aber ey, Leute, das ist ja krank. Okay, oh Leute, ist das geil? Und wir haben den Käse noch nicht verkauft. Okay, wir verkaufen jetzt erstmal die Wurst. Leute, 18.336 Dollar und 38 Cent. Oh mein Gott. Okay, ganz kurz. Wir düsen doch mal ganz kurz ein Stück vor, denn wir haben ja noch unseren Käse. Ich kontrolliere mal ganz kurz, ob wirklich hier auch alles leer ist. Ja, ist alles leer. Okay. Okay, Leute. Okay, 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 okay. Okay. Ich fahre noch ein ganz kleines Stückchen vor. Sicher ist sicher. So. Und jetzt noch den Käse, Freunde. Jetzt noch den Käse. Da kriegen wir leider keinen Multiplikator drauf. Aber ja, nicht so schlimm. Nicht so schlimm, Leute. Für den Käse kriegen wir auch nochmal 2450. Boom. Leute, wir haben einfach 20.000, Alter. 20.786 Dollar und 38 Cent. Boah. Leute, ich bin absolut on fire. Leute, ich bin absolut on fire. Und das sind doch richtig gute Voraussetzungen für die nächsten 20 Tage. Freunde, weitere 480 Stunden, 20 Tage sind gemeistert und an dieser Stelle schon mal vielen herzlichen Dank an alle, die eingeschaltet haben, an alle, die einen Daumen vergeben haben, sowohl bei diesem als auch bei dem Video zuvor. Es war mir eine unheimliche Freude, hier weiterzumachen und ja, dieses Projekt Ranch Simulator, dieses Projekt hier generell einfach weiter voranzubringen. Ja, ich habe
glaube ich, relativ viel geschafft und gezeigt, dass man hier in 40 Tagen richtig viel Spaß haben kann und auch viel erreichen kann. Zum einen natürlich auch sehr verrückte Dinge wie fliegende Autos etc. pp. Eine Menge Schweine und jede Menge Schweinefleisch. Aber ich glaube, ich bin hier auf einem richtig guten Weg und jetzt mit dem Budget von über 20.000 Dollar können wir auf jeden Fall in die nächsten 20 Tage, in die nächsten 480 Stunden starten. Und da heißt es dann definitiv, wir werden uns einen Mähdrescher besorgen, wir werden uns einen Traktor besorgen, wir werden Düngemaschine, wir werden eine Sämaschine, wir werden einen Hänger besorgen dafür und. Und vor allen Dingen, was wir noch nicht getan haben, wir haben uns noch nicht um Bienen gekümmert. Und das wird auf jeden Fall auch ein Punkt sein, den ich dann in den nächsten 480 Stunden meistern werde. Ja Leute, an dieser Stelle auf jeden Fall vielen, vielen Dank nochmal und ich würde mich auf jeden Fall unheimlich freuen, wenn ihr Bock darauf hättet, mit mir die nächsten Stunden damit zu verbringen und die nächsten Tage zu sehen. Wenn ja, dann zeigt es mir doch wieder sehr, sehr gerne mit einem Däumchen. Lasst mir ein kostenloses Abo da und vergesst auf jeden Fall nicht, die Glocke zu aktivieren. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von diesem Projekt haltet. Und vor allen Dingen würde ich mich sehr darüber freuen, über den ein oder anderen Tipp, wie man zum einen natürlich vielleicht diese Fleischproduktion ein bisschen besser gestalten kann, damit das einfacher und schneller funktioniert. Des Weiteren habt ihr vielleicht schon mal den ein oder anderen Tipp, wie es funktioniert und wie es läuft mit der Honigproduktion. Würde ich mich auf jeden Fall sehr darüber freuen, wenn ihr mir da den ein oder anderen Tipp geben würdet. Und ansonsten, ja, in der Zukunft werden wir auf jeden Fall noch ein bisschen Ziegenkäse machen, Kuhmilch. Wir werden definitiv gucken, dass wir noch das eine oder andere Rind ranbekommen, damit wir hier ordentlich Rinderwurst machen können. Und bei den Schweinen, tja, da gucken wir einfach mal. Da tut sich auf jeden Fall hier eine Menge. Da sind auf jeden Fall ein paar dicke Schweine am Start. Aber in diesem Sinne, Leute, vielen, vielen herzlichen Dank. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall dann dementsprechend in den nächsten 480 Stunden wieder. Und bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall einen super schönen Tag. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, Kakao.